Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und wir sind live mit Digimon Story für den DS. Digimon World DS bei uns bekannt, ne? Also das Spiel heißt in Japan eigentlich Digimon Story. So, Freunde, schön, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen. Ich muss erstmal noch ganz kurz den YouTube-Chat ready machen. Der ist gerade noch nicht da, wo er sein soll. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen dennoch. So. Richtig. Spielst du heute die Digimon New Kids Mod? Genau die spiele ich heute, Kappa. So, Freunde. Also. Es gab gerade, also wir sind jetzt ein paar Minuten zu spät, denn ich musste erstmal irgendwie hinkriegen, dass der Controller funktioniert. Ihr kennt das Spielchen, das hat was mit der Bluetooth Connection zwischen meinem Controller und dem PC zu tun. Der PC spinnt da immer rum. Und ist einfach so. Einfach Patamon in New Kids confirmed. Patamon ist in New Kids und deswegen gibt es ein offizielles Crossover zwischen Digimon und New Kids. Das ist offiziell in der Lore jetzt festgehalten. Nein, das ist natürlich nur ein Witz. Wir wollen jetzt aber ganz kurz mal gucken, erstmal noch die Musik anmachen. Bisschen Digimon-Musik im Background und so! Freunde, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich gehe nochmal einzeln auf meine lieben Zuschauer ein. Einmal ein Hallöchen an Tatsuro, an Kaizune, an Ragnar, an Shadow Wolf, an Flo Little, an Rexillian, Smokey Joe. Wer ist noch da? Nova ist da, Tom Maru ist da, Zatoran ist da, Black Lion ist da. So ein Luftstoß, Junge! Ist halt echt so, ne? Dann auf jeden Fall Ragnar, wie gesagt, falls ich dich noch nicht genannt habe. Vanessa ist da, John ist da, Miklash ist da, Madoka Lightning ist da, Nyra ist da, John ist da. Die sind alle da, die ganz Full House heute einfach. Doppelt Rexillian ist da, Zephy ist da. Herzlich willkommen, Freunde. FD ist da, FD, ich heiße dich herzlich willkommen. So, Freunde, ich heiße euch alle herzlich willkommen heute. Einen schönen Feiertag an alle, die heute frei haben. Und bei uns gibt es natürlich wieder ein bisschen Digimon-Action. Geballte Digimon World DS-Action. So, wir sind jetzt wieder hier am Start. Und wir gehen gleich auf ein paar Sachen ein, die wir heute machen. Genau, Bluetooth immer problematic irgendwie bei mir. Ist halt einfach so, ne? Du bist so breit, du zählst für zwei. Ist halt aber auf einer guten Art breit dann, ne? Und Zatoran, richtig. Digimon World 2003 Bossmusik. Nee, Stardro, du kannst, kannst mir ja Gebühren zahlen, wenn du möchtest, ne? Du weißt ja hier, ne? Die beiden Goals sind resettet, da könnt ihr gerne supporten auf freiwilliger Basis. Nein, aber jetzt erstmal zurück zum Thema. Und zwar, das war in New Kids Turbo, by the way, dem ersten Film. Mein PC muss Gebühren zahlen, denn mein PC hat natürlich Probleme gemacht, nicht ich. So, mal kurz gucken, was so geschrieben worden ist. Erstmal, genau. Ich wollte darauf eingehen, was jetzt abgeht. Erstmal nochmal ein großes Dankeschön von meiner Seite an Pan. Die ist, glaube ich, gerade gar nicht da. Und trotzdem Dankeschön für das schöne Bild nochmal. Ich habe es mir gespeichert und ich werde es immer in Ehren halten. Genau, das habe ich auch gesehen, Nyra. Das hast du cool gemacht auf jeden Fall. So. Digimon-Videospiel-Soundtracks sind immer so geil. Genau, da werde ich gleich noch was zu sagen, warum ich Soundtracks im Hintergrund laufen habe. Das kann man gleich machen, Ragnar, ist ja nicht wichtig. So, und richtig, du zahlst mit deiner Anwesenheit. So sieht's aus, Stardro. Das finde ich wunderbar. So. Trotzdem musst du das als Quiz verstehen. Ey, Zatoran, ich sag dir, wie es ist. Das ist doch auch ein guter Aspekt, warum man hier jetzt in der Playlist die ganze Digimon-Musik abspielen lässt. Ich find's cool, wenn die Leute das Lied erkennen, das gerade läuft. Also ich persönlich finde, das ist so ein kleiner Bonus. Richtig, das ist mega lebenswichtig. Richtig. Ich weiß nicht, ob ihr die New Kids kennt, ne? Das ist ja so eine Comedy-Stuff mit so Assis aus Holland, was ich auch sehr feier. Also Ragnar und ich haben früher immer New Kids geballert. Und man muss dazu sagen, da gab es eine Szene aus dem ersten Film New Kids Turbo. Da ist so ein Tisch und da stehen verschiedene Produkte drauf. Und da stehen auch Patamon Seifenspender. Und deswegen offiziell Digimon und New Kids, offizielles Crossover, offiziell miteinander gepartnert anscheinend. So,
Wenn ich singe, müsste ich euch bezahlen? Nee, wenn ich singe, müsstet ihr mich bezahlen, damit ich mich im Internet blamiere, Miklas. Richtig, Sidramon ist im Team und heute gibt es auch Action zu Sidramon, weil eigentlich wollten wir im gestrigen Stream ein bisschen auf den, oh, ich sag mal, auf die Geheimwaffe des Crack-Teams eingehen. Das werden wir heute als Thema machen. Richtig, also ich singe natürlich fantastisch, Kappa. Ich singe schrecklich, ich weiß. So, da ballern sich die Polizisten und die New Kids gegenseitig ab und plötzlich steht da so ein Patamon-Shampoo. Kann man schon mal machen, ne? Xanthus, mein Freund, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Freunde. Meine Stimme heute mega am Arsch, warum auch immer. Also los geht's mit Singen. Nee, da musst du schon ein paar Euronen musst du dich hier lassen, Stardro, wenn du willst, dass ich jetzt singe. So, komisch, dass man im Internet nichts dazu findet. Also scheint niemand groß gemerkt zu haben. Ja, ich würde sagen, genau die Fanbases von Digimon und New Kids werden sich nicht sehr großartig überschneiden. Also ich empfinde das als ein sehr nennenswertes Cameo. Ist halt einfach so, komm ran, Junge, wer will mich holen? So sieht's aus. Nee, aber genau, ich wollte mal ganz kurz drauf eingehen. Ich wollte mich nochmal ganz, 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 ganz groß bei euch bedanken für euren tatkräftigen Support, ne? Ich finde es super lieb, dass ihr mir geholfen habt, nicht nur letzten Monat beide Monatsziele meiner Selbstständigkeit zu vervollständigen und beide zu erreichen, sondern dass wir die auch noch um Längen übertroffen haben. Ne? Super lieb von euch, Dankeschön, dass ihr mich supportet habt. Heute beginnt natürlich ein neuer Monat am 1. Mai, ne? Tanz in den Mai. Wir machen eher Digitiere in den Mai, ne? Und ja, es gibt wieder neue Goals, die habe ich natürlich nicht erhöht in erster Linie, weil ich diesen Monat auch wieder ein paar Tage nicht streamen werde. Und ich mir dachte, jetzt versuchen wir einfach nochmal die Goals normal voll zu machen, bevor ich die Goals mal erhöhe oder so, ne? Ich danke euch vielmals, wie gesagt, für den Support. Falls ihr euch sagt, Bedi, ich feiere deine Videos, machst du echt gut, ich mag deine Streams, danke, dass du das machst. Und ihr sagt euch, ich möchte dich einmalig auf freiwilliger Basis unterstützen, damit du das weitermachen kannst. Denn ich kann das ja auch nur weitermachen, wenn ich davon, also wenn ich natürlich, ne, die Zeit auch, ich sag mal, weil es ja viel Zeit kostet. Zeit ist Geld. Es kostet viel Zeit, natürlich, die ich hier rein investieren möchte von meiner Seite aus. Und deswegen, dank euch ist es möglich, dass ich das so in so einem Ausmaß machen kann, dass ich so viel streamen kann, dass ich so viel Videos mache, also so viel Zeit in meine Videos investieren kann. Das ist nur dank euch möglich. Und das ist nur möglich dank den Leuten, die das natürlich hier sponsoren. Und falls ihr mal sponsoren wollt, hier ist ein Link. Da könnt ihr gerne mal spenden auf freiwilliger Basis. Und wenn es nur ein Euro ist, mir bedeutet das sehr viel. Für mich ist das sehr, sehr viel. Und das bringt mich auf jeden Fall weiter voran und sorgt dafür, dass ich vorankomme. Ne? Also nie vergessen, das Ganze hier ist nur möglich, ausnahmslos nur möglich in dem Ausmaß, weil es hier so tatkräftige Unterstützer gibt, die das Ganze hier finanziell auch unterstützen. Also neben den ganzen, ich sag mal so, den Werbeeinnahmen und so. Ne? Deswegen Dankeschön, großes Dankeschön an diese tolle Community an der Stelle. Ist halt richtig. Diese Digi-Partner hätte Rickard Batzbach. So sieht's aus, Ragnar. Genau so ein Video mache ich. Nein, mache ich natürlich nicht. Keine Sorge, Vanessa. Ich kann definitiv gar keinen Ton treffen. Also bin ich nicht besser. So. Ich konnte meine Migräne zähmen und es geht mir viel, viel, viel besser natürlich, ne? Ich würde das Video auch witzig finden, Ragnar. So. Mal kurz gucken, was so geschrieben worden ist. Aber natürlich eure Anwesenheit, wenn ihr im Chat anwesend seid und schreibt und den Chat aktiv haltet, bedeutet mir das auch extrem viel. Ich merke gerade, ich wollte gerne mit Fenster zu streamen. Das war eine dumme Idee. Ich bin sofort wieder da. Sekunde.
So, da sind wir wieder. Dankeschön, dass ihr kurz gewartet habt. Wir sind live, wir können weitermachen. Kein Problem, Xanthus, ne? Kein Problem. Und Vanessa, ich habe tatsächlich auch diese Elo-Trans oder Elo-Trans, wie auch immer die heißen, die Elektrolyte, die habe ich immer zu Hause. Und danke für den Tipp. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich die nehmen kann, wenn ich Migräne habe. Ich wusste nicht, dass die dagegen helfen. So, ich habe die immer in Bezug genommen, wenn ich zum Beispiel einen schlimmen Magen-Darm hatte oder so und mir einfach, ja, die Flüssigkeit nicht im Körper geblieben ist, leider, ne? Dann habe ich das immer gerne gemacht, die Elotrans-Dinger. Das ist richtig, Tomaru. Da gibt es auch vieles, was man machen könnte. Und tatsächlich habe ich sowas sogar geplant. Und das ist auch gerade in Arbeit. Und zwar möchte ich anfangen, das ist jetzt hier vielleicht ein kleiner Spoiler für die Leute, die jetzt gerade zuschauen, exklusiv für meine Leute, die in den Streams reinschauen. Und zwar habe ich geplant, dass wir, Theorievideos machen. Also im Prinzip, was wäre, wenn Videos? Wir werden Theorien behandeln. Wir werden uns auf jeden Fall, verschiedene Digitationswege dabei anschauen. Wir werden uns Dinge, die in der Digi-Welt passiert sind, anschauen und werden versuchen, etwas in die Richtung dann immer so uns auszudenken. Die Musik kann ich natürlich ein bisschen lauter machen, Miklas. Dankeschön fürs Bescheid sagen. Vielleicht, ich denke mal so, ich gehe mal davon aus. Gratiermon, man kennt ihn. Burgermon, einfach ein Frikandelmon, das würde ich feiern. Stimmt, Orochimon wegen dem Bier, wegen dem Alkohol, ne? Oder die haben alle besoffene Demon Lords und werden dann zu Ogudomon. Ist halt einfach auch true, ne? Red Ryu, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Na, was stellt das Crack-Team so an? Dazu habe ich heute sehr viel zu reden, denn ich möchte heute ein bisschen mit euch über ein Lore-Thema reden, das für mich sehr interessant ist und das leider nicht so groß ausgearbeitet wurde. Und zwar das Crack-Team. Und das ist auch tatsächlich stimmig für das heutige Video, denn wir werden heute uns auch mit einem Digimon auseinandersetzen, das unmittelbar mit dem Crack-Team zu tun hat. Das ist lieb, Vanessa. Dankeschön. Danke für den Tipp, da ist eine gute Idee. Ausprobieren kann man das auf jeden Fall mal, ne? So. Haben wohl auch andere Leute keinen Bock, dem Joachim aus Köln so viel Geld für ein DS-Spiel in den Hintern zu schieben. Wie meinst du das genau? Achso, du meinst jetzt hier zum Beispiel gebrauchtes Digimon World DS für 40 Euro oder mehr. Man muss dazu sagen, ist ein fairer Preis für so ein wirklich fantastisches Spiel. Ich würde es euch dann aber empfehlen, auf dem Emulator zu spielen. Spielt sich gut auf dem Emulator, ne? So. Genau, Tomaru sagt, ich liebe ja Maschinen und Cyborg-Digimon, aber wieso werden die vom Crack-Team und den Menschen aus Seekers so missbraucht? Man muss dazu sagen, das ist sehr interessant. Ich persönlich hatte mich mit Seekers ja auch schon jetzt beschäftigt. Und das Crack-Team ist ein uraltes Lore-Thema, ein Digimon-Team, das vor Ewigkeiten quasi zustande kam und ja, jetzt wieder Relevanz bekommt quasi, ne? Ist eigentlich ganz cool. Und im Prinzip ist es ja so, dass das Crack-Team jetzt in Digimon Seekers wieder aufgegriffen worden ist. Und das Crack-Team ist nichts anderes als, es ist eine Gruppe von Menschen, also das Crack-Team selber sind Menschen und diese sind kriminell und wollen quasi die gefundenen Digimon, also sie haben quasi Teile der Digi-Welt gefunden und wollen Digimon aus der Digi-Welt nutzen, um Services in der echten Welt zu hacken, für illegale Machenschaften und für sie, genau, das muss man dazu sagen, das ist ähnlich wie in Digimon Story Cyber Sleuth, für sie gibt es bei, es zählen Digimon nicht als Lebewesen, verstehst du? Wieso werden die vom Crack-Team und den Menschen aus Seekers so missbraucht? Ganz einfach, wie gesagt, Maschinen- und Cyborg-Digimon, also allgemein Digimon, sind für die Leute aus dem Crack-Team nicht Lebewesen. Sie zählen sie nicht als Lebewesen, sondern als digitale Programme und wollen sie nutzen, um diverse kriminelle Machenschaften durchzuziehen, ne? Das heißt, sie vergreifen sich hauptsächlich schon seit den Zeiten der Virtual Pets und vor Digimon Adventure an verschiedenen Maschinen-Digimon, Cyborg-Digimon und anderen Digimon, bauen sie um, modifizieren sie und sie sind auch tatsächlich dafür verantwortlich, dass die ersten modifizierten Digimon entstanden sind. Also viele der modifizierten Digimon, also der Cyborg-Digimon etc., wurden erst vom Crack-Team erschaffen, ne?
Hau ein Digimon, so wie Markus, und dann kann's losgehen. So, so sieht's aus, Nyra. Das kriegen wir schon hin. Können leichter umprogrammiert werden, verhalte ich für eine sehr, sehr plausible Idee. Okay, wir wollten eigentlich... Wir gucken jetzt mal kurz, was unser Team so sagt, ne? Bevor wir jetzt loslegen, gucken wir, was unser Team sagt. Und während wir grinden, werden wir heute ein bisschen auch über das Crack-Team reden. Und vielleicht auch ein bisschen über Digimon Seekers. Und wenn ihr Lust habt, auch ein bisschen über Digimon Liberator. Denn ich arbeite aktuell an etwas mit Digimon Liberator. Und das kann man schon ein bisschen spoilern hier. Das ist schon in Ordnung, denke ich, für die Leute. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier Tamator, das ist unser... Das ist unser Sudomon. Und Rexillian! Yo! Der Monat beginnt stark! Mit 10 verschenkten Subs von Rexillian, einem der größten Sponsoren meines Kanals. Man muss dazu sagen, Rexillian supportet mich schon in sehr großem Ausmaß seit sehr, sehr langer Zeit. Und es hilft mir voran und es... Ich bin einfach froh, dass es so vielen Leuten gefällt. Wenn ich sehe, wie viele Leute das unterstützen... Da kann ich nur glücklich sein und ich freue mich einfach darüber, diese Dinge für euch dann auch machen zu können. Wie gesagt, die Videos und so. Ich arbeite an einem sehr großen neuen Projekt, auch für den Digimon-Kanal und natürlich auch an dem Final Fantasy-Kanal. So, das heißt Hype in den Chat für Rexillian, den Ehrenmann des Tages, mit 10 verschenkten Subs, Freunde. 10 verschenkte Subs, Hype in den Chat, Freunde. Efti sagt, lustig wäre es zu erfahren, ob es essbare Digimon gibt. Im Sinne, ob das in Lore-Texten so verankert ist, wie zum Beispiel in Pokémon mit der Fleckmon-Route oder Karpadorn. Ich finde es auch bei Pokémon unglaublich schade, dass, quasi so eine geile Lore dahinter steckt eigentlich, die das aber nie so wirklich umgesetzt haben im Anime, sondern dass der Anime sehr kinderfreundlich gemacht wurde. Ich meine, das hat Pokémon natürlich zum Erfolg verholfen damals. Aber jetzt könnten wir schon langsam mal erwachsenere Pokémon-Staffeln bekommen. Dann würde auch erwachsenere Pokémon-Spiele. Dann würde ich persönlich auch wieder back to Pokémon gehen, auch unter anderem. So, ich trinke mal was natürlich. Und Rexillian, wie gesagt, Ehre geht raus an dich. Hype in den Chat für den Mann des Tages mit 10 verschenkten Subs. Und wie gesagt, also es gibt, ich glaube, es gibt theoretisch essbare Digimon, aber da Digimon alle aus Daten bestehen und sie sich eigentlich auch nur von Daten ernähren, es ist halt nicht unmöglich, aber es ist halt auch jetzt nicht das Wahrscheinlichste. Also sie konsumieren, theoretisch müssen Digimon nur das Essen, was sie konsumieren, also die Daten in Form von Essen konsumieren. Es wäre mal interessant zu wissen, wie unterschiedlich die Daten sind, die das Essen in der Digi-Welt darstellen und wie unterschiedlich die Daten sind, die quasi die Digimon selber darstellen, wie der Code da programmiert ist. Dass Karpador gegessen wird, ist im Anime aufgetaucht. Ja, ich habe das Bild gesehen. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Ich glaube, ich müsste es wirklich... Ich müsste das, den Kontext dazu besser wissen, um das zu verstehen, ob das wirklich passiert ist. So. Freunde. Gute Frage, Nyra. Wie gesagt, ob es auch Digimon gibt, die nicht partout nicht... digitieren wollen. Ich glaube, das gibt's nicht wirklich. Die digitieren dann, wenn sie überladen sind, ob sie wollen oder nicht, mehr oder weniger. Genau, Pokémon The Origin. Das ist eine geile, erwachsenere Staffel. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie das alles noch ein bisschen ausarbeiten. Also ich fand es so viel spannender als der normale Pokémon-Anime. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr Pokémon The Origin geguckt? Wo es um Pokémon Rot und Blau ging, abseits von Ash? Und wenn ja, wie habt ihr das gefunden? So, wir wollen jetzt erstmal gucken, was hier die Digitationsrouten parat haben für uns. Also hier Level 53. Ich will aber gerne in Richtung Neptunmon tatsächlich gehen hier. Neptunmon wäre schon cool zu haben. Das ist auch einer von den Olympus 12. Ah, da kommt gleich das Wasser-Theme im Hintergrund. Wer weiß, von welchem Spiel das Wasser-Theme ist? Trinity, schön, dass du einschaltest, Trinity. Herzlich willkommen. Digimon World 2003, richtig? So, wir können hier auf jeden Fall zum Mega digitieren, dann machen wir das auch direkt. Erstmal Rosemon digitieren. Ja, sehe ich auch so, Tomaro, sehe ich auch so. Efti sagt, es ist eine interessante Frage mit den essbaren Dingen in der Digi-Welt. Weil ernähren müssen, sollten sie sich ja trotzdem, müssen sie ja auch. Wissen wir ja aus den Virtual Pad-Spielen im Endeffekt.
Agumon in der zweiten Folge konnte ja auch nur digitieren, weil er gegessen hat. Genau. Er hat ja Nahrungsmittel, digitale Nahrungsmittel zu sich genommen. Und jetzt wäre interessant zu wissen, inwieweit sich die digitalen Nahrungsmittel in der Digi-Welt von den Daten von Digimon unterscheiden. Was wäre für Ash das passende Digimon? Ich würde sagen, hier, wie heißt er noch gleich? Das kleine Blitz-Digimon? Ich habe den Namen vergessen. Das ist jetzt, Pulsmon. Pulsmon wäre richtig für Ash. Ja, siehst du mal, Zatoran, du bist einfach zu schnell anscheinend, ne? So, dann gucke ich mal ganz kurz. Genau, ich habe das Bild gesehen. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Santos, sehr, sehr cool. Das Bild. Oder Elecmon wäre... Oh, Elecmon wäre noch passender. So, Pokémon Origins ist Peak. Gleiches gilt für die Entwicklungen und Co., finde ich auch. Und ich fand auch, dass es zu kurz war, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Wo ein Digimon andere frisst, das gibt's auch. Digimon laden immer auch die Daten anderer Digimon. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Rosemon am Start. Ich will einen Trade löschen. Oh, wir können sogar... Ui, interessant, ne? Da können wir tatsächlich... Das ist interessant. Wir machen jetzt Psychic 1 weg. Da haben wir tatsächlich verschiedene Trades, die auch übertragen werden können. Das wusste ich gar nicht. Eisrefugium Next Order? Vielleicht. Naja, aber das zu fressen ist ja trotzdem im Prinzip dasselbe wie Laden, ne? Was passiert dann, wenn Digimon Essen in der Menschenwelt essen? Werden sie dann automatisch zu Daten? Ich denke, dass Digimon, wenn sie in die Menschenwelt übergehen, einfach keine Daten mehr sind, sondern dann tatsächlich physical werden. Sie werden quasi... Sie werden so wie die Kinder, die aus der Menschenwelt in die Digi-Welt gehen und dann digital werden, werden einfach die Digimon in dem Fall halt physical, ne? Also Rosemon haben wir am Start. So, und hier, das hier ist das Digimon, das ich meine mit Crack Team. Und zwar, wir haben hier natürlich das herkömmliche Mega Sidramon. Aber auch hier das Giga Sidramon. Und Giga Sidramon ist sowas wie ein Transportschiff mehr oder weniger. Oder wird als Transporter genutzt vom Crack Team. Und ist eines der schnellsten Unterwasser-Digimon tatsächlich. Richtig, das wollen wir heute digitieren. Das ist erstmal das Ziel. Darum werden wir uns kümmern, aber wir werden auch ein paar andere Dinge machen. Wenn sie physikalisch sind, wie können sie dann, wie du sagtest, ohne Organe leben? Sie werden, während sie in der Menschenwelt sind, Organe haben. Und wenn sie dann zurückgehen in die Digi-Welt, werden sie keine Organe mehr haben. Das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Also da gehe ich mal von aus. Große Liebe für Giga Sidramon. Einfach true, Rexilien. Einfach true. So, wir wollen mal gucken. Und zwar wollen wir nach... Wir gehen zum Leveln. Puh, warte mal, ich habe doch auf der Rückbank habe ich doch auch noch einiges zum Digitieren, ne? Das wäre sehr interessant, Madoka. Würde ich auch wirklich auch interessant finden, wenn das mal gelüftet wird. Genau, das ist das YouTube-Thumbnail für den Stream. Genauso, deswegen habe ich das gemacht. So, da gab es mal einen netten Auszug aus Digimon Dreamers, wo Felismon die Digi-Welt mit der realen Welt verbinden wollte. Aufgrund der String-Theorie soll die reale Welt auch aus Nullen und Einsen bestehen, da die Strings wie diese ausgelegt werden sollen. Ja, tatsächlich finde ich das super interessant und ich wusste zum Beispiel, Digimon Dreamers habe ich so nicht komplett gelesen bisher, kommt aber noch bei mir und wird dann auch als Videoform kommen. Deswegen interessant, dass da die String-Theorie quasi aufgegriffen wird. So, ganz wichtig, was wollten wir noch besprechen? Wir gucken jetzt mal, wir brauchen auf jeden Fall anscheinend, ich denke, sehr viel Holy-Gedönse noch. Das heißt, wir sollten irgendwo leveln, wo es auch Holy gibt, theoretisch. Ich finde es auch nur bis Kapitel 21, aber es geht bis 24. Hm. Ist das Digitale nicht nur eine andere Form von Materie? Und Michael, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ich denke schon, dass es nur eine andere Form von Materie ist. FD sagt, ich denke, das ist abhängig von der Staffel bzw. dem Universum, ob die Daten bleiben oder nicht. Genau. Genau, das ist ja, denke ich, weil Digimon ist ja ein Multiversum. Und ich denke, es kommt dort auf die Art und Weise der Digi-Welt einfach drauf an.
Bobby, mein Freund, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ruben, mein Freund, schön, dass du da bist. Haburo! Heute schaltet sogar seltener Besuch ein. Beziehungsweise Haburo ist bestimmt öfters da. Aber ich freue mich, dass du schreibst. Haburo! So, dann wollen wir jetzt erstmal nach Packet Swamp gehen, um dort ein bisschen zu leveln. Das ist jetzt das Ziel. Genau, da kriegen wir zwar Aqua XP, aber so kann ich zumindest schon mal die anderen digitieren. Darum, das ist erstmal jetzt Priorität, bevor wir uns auf Sakuyamon fokussieren. Vielleicht finden wir ja auch noch einen Ort, wo man weitaus besser Holy XP bekommt, ne? Genau, Haburo ist oft am Lurken, das habe ich mir schon gedacht tatsächlich. Denn Haburo ist ja auch ein Oldschool-Langzeit-Supporter. Ne? So, genau, was ich sagen wollte, Freunde, im Moment, was steht bei mir an? Also wir können tatsächlich gerne ein bisschen über Digimon Liberator reden, wenn ihr Bock habt. Habt ihr schon Digimon Liberator gelesen? Ich mittlerweile ja. Und ich habe was Nettes für euch die kommenden Tage. Ich hoffe, dass es bis morgen fertig wird, aber es ist noch mitten in der Mache und deswegen kann ich es nicht versprechen. Aber ich habe was in der Mache ist und ja, hat mit Digimon Liberator zu tun. Ja, Rexillian, vielleicht musst du es auch noch gar nicht lesen, denn wenn alles gut läuft, morgen, übermorgen oder am Wochenende, wie auch immer, wann auch immer ich das fertig schaffe, kommt ein Video von mir. Ich arbeite aktuell mit wirklich allen, jede freie Minute, die ich habe, wird da rein investiert. Sagen wir es mal so, das ist das richtige Wort. So ist es am besten formuliert. Ich investiere alle Zeit, die ich habe, in dieses Video aktuell und dieses Video wird eine neue Art von Video auf meinem Kanal sein, die ich in Zukunft öfters machen möchte. Und ich möchte es mit Digimon Liberator ausprobieren. Und zwar möchte ich Digimon Liberator in Videoform bringen. Ich zeige euch den kompletten Manga. Schön, also so immer die Bilder so eingeblendet und so weiter. Und ich erzähle die Geschichte von Digimon Liberator. Ich baue sie, ich sag mal, gekonnt aus, indem ich halt die Formulierungen etwas genauer also genauer ausdrücke, indem ich schaue, was noch im Hintergrund zu sehen ist, was man insgesamt alles so sehen kann und genau, das ist das, was ich mache. Das heißt, Digimon Liberator wird auf jeden Fall als Video kommen, bei mir jetzt die Tage, und zwar Kapitel 0 und Kapitel 1. Aktuell versuche ich beides in einem Video zu bringen, weil es wäre einfach stimmiger, weil Kapitel 0 ist sehr, sehr kurz. Und das wird dann aber ein sehr langes Video sein. Und ich hoffe, dass ihr es trotzdem anschaut. Das ist, wie gesagt, ich nenne es dann die Folge 1 von Digimon Liberator, ne? Und es lohnt sich, das anzuschauen. So, genau. Es wird auf jeden Fall ein etwas längeres Video. Ich hoffe, dass ich es bis morgen Abend fertig kriege. Wenn nicht, kommt es spätestens am Wochenende. Ich werde alles geben, damit wir das Video fertig kriegen. Ich denke, am Freitag kriege ich es auf jeden Fall fertig editiert. Also das definitiv. Aber mein Ziel ist es, morgen das rauszubringen, ne? Und dann gibt es für euch Digimon Liberators. Und das wird, wie gesagt, auf Deutsch sein. Ich lese es auf Deutsch vor und habe natürlich alles übersetzt. Ich habe ausgeschmückt, so, also sinnvoll ausgeschmückt, ohne Sachen zu erfinden. Und werde das vorlesen und Musik dazu einblenden, etc. Also ich will das auf jeden Fall versuchen mit Digimon Liberator. Richtig, genau. Humankind, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Genau, und wenn das mit Digimon Liberator gut ankommt, werde ich das selber auch mit Digimon Seekers machen. Bei Digimon Seekers werde ich nicht so viele Bilder einblenden können, leider, weil Digimon Seekers ist leider kein Manga. Aber ich werde die Geschichte von Digimon... Ich werde die Geschichte von Digimon Seekers auch auf Deutsch vorlesen. Und werde die Geschichte zusammenfassen auf YouTube. Das ist mein Ziel. Ich weiß noch nicht, in welchem Ausmaß. Also ich möchte die ganze Geschichte auf jeden Fall auf meinem Kanal haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das in Parts schneide oder so. Und Furu, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Aber erstmal Digimon Liberators. Das ist aktuell. Und da arbeite ich gerade dran. Und wie gesagt, es ist das nullte Kapitel. Also Kapitel 0 und Kapitel 1 in einem. Und ich zeige alles, alle Bilder aus dem... Also nahezu alle Bilder aus dem... aus dem Webcomic, also aus dem Manga, und werde das auf Deutsch vertonen und ich freue mich drauf. Ich bin so gespannt, ob euch das gefallen wird. So, Stardro sagt,
Im Grunde ist die Digi-Welt nicht digital, sie ist real und wird durch den Beobachter beeinflusst und so in einem pseudo-digitalen Zustand gebracht. Ich persönlich würde sagen, das ist eine coole Theorie, aber ich habe eine andere Theorie. Die Menschenwelt ist nicht real, sondern auch digital. Ich denke, dass alles digital ist und es einfach eine andere Art von digital ist. Und deswegen ist es auch möglich, dass die Kinder von der Menschenwelt in die... von der Menschenwelt in die Digi-Welt können und umgekehrt. Hörspielspaß. Ich probiere mein allerbestes, das so vernünftig wie möglich zu formulieren. Und es kann sein, dass es dann ein bisschen länger dauert, bis das nächste Video kommt. Da bin ich einfach ehrlich mit euch. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert oder dass ich ein anderes Video vorziehen muss. Ich hoffe es nicht. Aber wenn das so ist, dann nur damit das erste Hörspiel perfekt wird. Ich will das nochmal reinlesen. Ich möchte wirklich vorher gucken, dass es sich vernünftig formuliert anhört, ne? Und nicht zu albern formuliert oder zu simpel formuliert. Deswegen, ja, es kann noch ein bisschen dauern, aber daran arbeite ich aktuell. Humankind hat 7 Streams in Folge, ohne einen auszulassen. Yo, das ist sehr nice. Dieses andere Virtual Reality, so sieht's aus. Wir leben halt in einer Simulation. Ist tatsächlich eine Theorie, die ich nicht für so unwahrscheinlich halte. Das ist eine Theorie, die ich sogar in Real Life als unwahrscheinlicher halte, als wie, dass wir in der Realität leben, aber nicht ganz ausschließe. Nennen wir es mal so. Ist aber so, Tyranita. Ja, das passt schon. Also ich lese auch die weiblichen Charaktere vor, aber ich schreibe das alles so in einem Stil, dass es halt so ein bisschen geschichtenerzählerisch ist. Ich erzähle auch einfach nur, was die Leute zueinander sagen zwischenzeitlich. So. Wir müssen die hier komplett wegnatzen. Und dann mal gucken, wie es leveltechnisch aussieht. Ich glaube, wir können jetzt digitieren. Ich glaube, jetzt ist der Groschen gefallen. Wir gucken mal. Das ist richtig, Zatoran, da hast du recht. Ich möchte trotzdem, dass das erste gut ist. Also ich werde morgen alles geben. Ich werde versuchen, das heute und morgen noch fertig zu editieren, sodass ich es morgen bringen kann. Wenn nicht, wie gesagt, Freitag kriege ich es, denke ich, fertig editiert. Und dann gibt es auch Digimon Liberators für euch. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich mega drauf. Gut, also hier Weigmon, ich weiß nicht, sind wir leveltechnisch, sind wir am Cap? Bedeutet, ich muss tatsächlich einmal dedigitieren an der Stelle. Für Ikakumon zurück. Und dann können wir auf ein höheres Level digitieren. Höheres Level leveln. So. Fantastisch. So, Tamatoa bleibt jetzt erstmal. Tamatoa wird wohl ein Pseudomon am Ende. Also doch was ganz anderes. So, dann wollen wir mal gucken. Und als nächstes... Rosemon haben wir schon digitiert. Ist auch tatsächlich auf einem nicen Level. Also ich denke, wir werden die Story ganz schön schnell auseinandernehmen. Das ist so meine Vermutung. Und hier können wir jetzt... Ja, wir können Gigasidramon machen. Da muss man dazu sagen, Gigasidramon. Sehr, sehr cooles Digimon. Und ist auf jeden Fall eines der Digimon, die ich besonders feiere. Warum ich auch dieses Spiel sehr feiere. Gigasidramon ist die Geheimwaffe vom Crack-Team quasi. Und ja, in Seekers wird es auch ums Crack-Team gehen. Wann genau kommt eigentlich immer ein neues Kapitel raus von Liberator? Alle 2 Wochen, soweit ich weiß. Genau, Tomaro sagt es auch schon. Genau, und ich werde mal gucken, ob ich dann jedes Kapitel einfach als Video bringe. Wenn es euch gefällt, werde ich das machen. Und wenn ich das dann in Zukunft etwas schneller schaffe, hinzukriegen, dann ist es ja auch gut. Was glaubst du, wie groß wäre eine, also wäre irgendeine Digi-Welt in Bytes? Boah. Gute Frage, wie groß wäre sie? Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, mehr als 2 MB auf, ja! Das auf jeden Fall, also das auf jeden Fall. So, wir können hier ein paar Trades abgeben. Was macht denn Lightning Tattoo? Das gibt Attack, das gibt Spirit. Ja, ich mach's gegen Spirit, komm, jetzt fett. Lanis, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen. Spontana, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen.
genau. Wir haben jetzt unser Giga Sidramon ready gemacht. Unser Giga Sidramon ist am Start. So sieht der Gute aus. Da rechts im Bild könnt ihr es sehen. Das ist quasi eine alternative Mega-Digitation abseits von Metall Sidramon. Manchmal wird es auch als Burst-Modus von Metall Sidramon genutzt. Und Giga Sidramon ist im Prinzip einfach vom Crack-Team so modifiziert, dass es quasi als Art ja, Unterwasser-Frachtschiff Transporter für das Crack-Team genutzt werden kann. Der Sprite ist phänomenal cool. Und ich bin mal kurz ehrlich mit euch, ich habe nur wegen diesem Sprite angefangen, dieses Spiel zu streamen. Also das ist mein Favorite Digimon in dem Spiel. Gute Frage, Fugo. Ich bin kein Experte, wenn es um IT geht. Deswegen könnte ich dir jetzt da nicht die direkte Meinung sagen oder genau sagen, wie das aufgebaut ist. Jetzt hätte ich gerne mal ein Agumon. Oh je, John, du willst was so Standardmäßiges wie Agumon? Nee, genau, ich habe gerade getrunken. Wenn ich ein Tattoo machen könnte, was wäre es? Ich würde, glaube ich, gerne ein Tattoo vom Logo meiner Gilde machen. Das wäre cool. Ach, jetzt lore-technisch. Ja, die Digi-Welt läuft auf Server. Das ist richtig. Die Digi-Welt läuft auf verschiedenen Servern. Ich glaube tatsächlich, dass je nachdem, welche Realität, zum Beispiel die von Adventure, die auch hat auch mehrere Server, meine ich. Ach so, ich habe gesehen, was Ruben für dich gezeichnet oder Ruben für dich gezeichnet hat. Ja, habe ich gesehen, Santos. Fand ich sehr, sehr cool. So, wir können auch zu Roachmon werden hier. Und dann gibt es hier Mega Kabuterimon. Oder zu Sorcerymon. Oder wir gehen nochmal zu Weilmon. Der kann zu Mami-Mon werden, theoretisch. Wir gucken mal. Hat er dann das Level? Das Level steigert sich halt einfach nicht, ne? Was passiert denn, wenn wir zu Roachmon digitieren? Wir gucken mal kurz. Steigert sich dann das Level? Auch nicht. Das Level steigert sich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum sich von Weilmon sozusagen das Level nicht steigert. Ich bin mehr so Team Giga Sidramon. Aber Teil Sidramon ist auch cool. Ist persönlicher Geschmack, wie du schon sagst, ne? Ah, jetzt habe ich verstanden, John. Du brauchst das Agumon an deiner Seite, damit es quasi den Grill befeuert. Könnte auch ein X-Antibody sein, ja. Von der Optik würde ich auch sagen, es ist sehr überladen. Also Giga Sidramon ist sehr überladen wie ein X-Antibody. Ich bin aber auch ein Sucker für X-Antibody-Digimon. Ich mag es manchmal, wenn Digimon überladen sind. Oh, die Noten sind vom Cosmo Canyon. Das ist ja cool. Brauchen Dragon Data? Müssen wir mal gucken, wo wir Dragon Data herbekommen für unseren Gilmon auf der Back Row. Chaos Dramon X. Habe ich auswendig gar nicht im Kopf, wie es aussieht. Irgendwie levelt es nicht weiter und digitieren kann ich es auch nicht. Ja, das Problem ist, du brauchst da bestimmte Daten, damit du es weiter digitieren kannst. Und das ist natürlich, ja, ich glaube, du brauchst Holy Data oder so. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, Freunde, wir können direkt in den nächsten Bereich. Ich denke mal ein bisschen Story weitermachen. Ich überlege gerade, was der nächste Story-Abschnitt nochmal ist. Irgendwer wurde entführt. Ich glaube, hier, dieses Mädchen wurde entführt, ne? Hüpfendes Sprite von Gilmon ist süß, das stimmt. So, treffen wir irgendwo Dragon Data Digimon an? Jetzt müssten wir halt wissen, wo sich das Devimon befindet. Ja, es ist viel zu warm. Ich bin schon wieder in dem Modus, wo ich jetzt wieder fast die kurze Hose anziehen muss. Ey. So, schauen wir mal, was geht denn hier ab? Draintunnel, okay. Es geht ab in den Draintunnel. Dankeschön, Zatoran. Genau, Tyranitar. Ich stimme dir zu. Manche Ex-Antibody sehen mega lost aus. Ja. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Metal Garurumon Ex. Das ist auch die, also, das ist auch das Symbol. Hier das Symbol Digimon für die Bailey Squad. Oh, welche Heimat hast du denn, Myra? Also, wo kommen denn deine Vorfahren her? Richtig, Tatoran, da hast du recht. Das ist Susaku City von Digimon World 2003. So.
gehen wir mal Devimon suchen hier. Und wir gucken mal zwischendrin, ob wir auch Dragon Data bekommen. Hier kriegen wir nur Aqua Data von denen hier. Ich denke davon, oh, wie viele einfach. Übertreib halt maßlos. Teilweise lassen die sich auch gar nicht mehr treffen. Seht ihr das? Ich sehe das mit. Die lassen sich gar nicht mehr treffen. So, mal gucken. Teilweise treffen wir gar nicht. Genau. Du hast dir Dragon Quest Monsters der Dunkle Prinz geholt. Lanis, da hast du einen guten Griff gemacht. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht gehabt und ich war damals so, ich war ein bisschen traurig, dass, man muss schon sagen, dass es wirklich niemanden so wirklich interessiert hatte eine Zeit lang. So, das Video hat auch, glaube ich, sehr wenig Leute angeguckt. Aber ich wollte da halt einfach mal ein Spiel empfehlen, das man wirklich auch empfehlen kann. Gerade wenn man so Digimon-Fan ist und man möchte mal ein anderes Monster-Taming-Spiel spielen in der Zwischenzeit, wo man auf das nächste Digimon-Spiel wartet, ne? Genau, Dragon Quest ist in Deutschland leider auch nur ein geringes Thema, das stimmt. Also es ist schon ein Thema, aber mehr die Hauptspiele als die Ableger. Genau. Oh, das freut mich, Lanis. Dann hat, siehst du, dann hat mein Video einen Sinn gehabt. Dann freue ich mich. Dann war es gut, dass ich das gemacht habe. Weil es ist wirklich eine sehr underrated Franchise. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass es halt so unterschätzt wird. Es sind so viele Gegner, Digimon. Es ist gerade echt... So, Evil Wave, zack. Die hier müssen weg. Kriegen richtig viel Aqua XP. Oh, immer wieder. Ich wollte doch ganz. Aber das Hookmon, cool. So, wann Digimon Survive 2 mit den Olympischen 12? Da muss man dazu sagen, das nächste Digimon-Spiel wird ja ein Digimon-Story-Spiel sein. Und da wird es um die Olympus 12 gehen. Ja, natürlich bin ich optimistisch. Ich meine, ich bin ja nicht derjenige, der die ganze Zeit hier saß und gefühlt geweint hat, weil nein, schon wieder kein neues Digimon-Spiel angekündigt. Nein, also ich muss wirklich sagen, ich freue mich drauf, aber ich habe keine Hoffnungen mehr. Also, ja. Das stimmt, Ruben, das stimmt. Das Spiel war, glaube ich, bei uns... Das ist bei uns gar nicht rausgekommen, oder? Genau, Digimon Story wird das nächste große Digimon-Spiel sein. Willkommen zurück, Vanessa. Ja, bei mir auch, Tyranitar, bei mir auch. Ja, bei Digimon ist halt der Fall, Digimon hat wirklich Qualität. Also ich bleibe bei meiner Meinung, Digimon ist eine Qualitätsmarke, die leider immer noch nicht voll ausgeschöpft wird von Bandai. Und das hat einfach in... Digimon hat in Japan Erfolg, aber nicht in einem Ausmaß, dass die sich leisten könnten oder wagen wollen, weltweit richtig durchzuziehen. Wirklich daraus eine weltweite große Franchise zu machen. Und weil sie das nicht machen, wird Digimon niemals so wachsen, wie wenn sie wirklich einmal das Risiko eingehen würden und aus Digimon ein dickes Ding weltweit machen würden nochmal. So, und Little Snow Bunny, er geht raus endlich. Dankeschön für deinen Sub. Dankeschön für deinen Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön für die Unterstützung. So, dann wollen wir mal gucken. Ich muss hier einen Weg rausfinden. Das Ding, diese ganze Base macht mich irre. Digimon hat, finde ich, mehr Potenzial als Harry Potter. Boah, gute Frage halt, ne? Ich denke, Potenzial hat es... Es ist halt... Mit Harry Potter kannst du es, glaube ich, nicht so ganz vergleichen, weil Harry Potter ist halt eine ganz andere Art von Franchise. Versteht ihr? Ihr könnt vielleicht... Man kann es mit Pokémon vergleichen. Man kann es mit Dragon Quest Monsters vergleichen. Oder mit
irgendwelchen anderen Monster-Taming-Franchises, aber ich würde es nicht wirklich mit Harry Potter vergleichen. Ist dort Riesenpotenzial bei Digimon? Selbstverständlich. Also ich finde, Digimon ist mit einer der most underratedsten Franchises, die es gibt. Und Little Snow Bunny, dankeschön für dein Follow. Ist halt typisch für solche IPs aus Japan. Persona ist ja auch so. Sega war sehr überrascht, als sie das auf PC... Genau, das ist ja der Punkt. Diese Sachen sind phänomenal. Also ich gehe mal davon aus, ich habe noch eine Persona noch nicht gespielt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein ziemlich gutes Spiel sein muss. Und sie wundern sich dann so von wegen, warum das hier Erfolg hat oder warum das allgemein zu uns kommt und warum das so gut bei uns ankommt. Und ich denke mir so, Leute, weil es einfach gut ist und weil ihr es einfach nur bisher nicht gut genug vermarktet habt. Die Leute müssen ja erstmal Interesse an etwas schöpfen, bevor etwas Erfolg haben kann. Ja, Ruben, kann man grob so sagen. Also definitiv älter als Digimon und Pokémon. Sie hätten weitaus mehr Gas geben müssen, weil einfach das Potenzial, meiner Meinung nach, das Potenzial von Digimon weitaus größer ist als das Potenzial von Pokémon. Ich liebe Pokémon. Ich finde, Pokémon ist phänomenal toll. Als Franchise, nicht die aktuellen Spiele. Aber ich finde, ja, dass Digimon mehr Potenzial hatte von Anfang an. Das Potenzial war da. Es wurde nur nie ausgeschöpft. Genau, deswegen etwas Japanisch lernen und Digimon Adventure und Co. auf Japanisch kaufen. Genau, richtig. Man muss dazu sagen, ich bin auch im Moment sehr interessiert daran, weiter Japanisch zu lernen. Ich habe ja mit Katakanas und Hiraganas damals schon angefangen, vor sehr vielen Jahren. Und ich habe schon länger überlegt, ob ich da weitermachen soll. Genau, Tomaro sagt es, wie es ist. Es wird jetzt erstmal das Digimon, also das DCG, das Digimon Card Game. Ich finde es immer noch triggernd, dass Leute Digimon TCG sagen, aber es sagen alle TCG. Dabei könnte man so geil daraus DCG machen. Aber ja, das Digimon Card Game wird jetzt erstmal ausgeschlachtet, ne? Sie schauen halt, dass Liberator jetzt so viel mehr Erfolg haben wird und das Card Game auch weiter pushen wird, als es bei Seekers der Fall war, denn Seekers war wirtschaftlich gesehen natürlich jetzt nicht so wirklich ein Erfolg. Aber jetzt ist halt auch die Frage, wie erfolgreich kann eine Webnovel auch sein? Also wie erfolgreich kann das wirklich werden? So, wir haben ja einen Lightsaber bekommen. Ich würde tatsächlich einmal gucken, dass ich meine Digimon auch mal equippe. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht großartig gemacht. Vor allem ihn, weil er hier wird immer jetzt im Team bleiben. Er wird immer mein War-Digimon werden. Ah, interessant, Tomaro. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Genau, richtig, Trinity. Es ist halt, für uns ist es selbsterklärend, aber Bandai sagt sich, das kann nicht das Problem sein. Wir haben Digimon ja im Westen und da ist es ja nicht so erfolgreich. Ja gut, aber wie viel hast du von Digimon im Westen und wie viel Werbung machst du dafür? Ja, Ruben, ich würde dir zustimmen. Also, wie gesagt, wir sagen es ja oft im Stream, aber Tamers hat eigentlich sehr viel unausgeschöpftes Potenzial. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier Equip hier macht. Was ist das, was wir so an Equip haben? Lightsaber, Tooth, irgendwas. Haben wir irgendwas Cooles? Wir haben eigentlich nur dieses Tooth-Gedönse. So ein Tooth-Gedönse. Dann haben wir noch so ein Tooth-Shield. Nehmen wir jetzt auch mal mit. Und dann haben wir noch einen Haufen Ringe. Genau, Deathcore. Klingt doch gut. Eine Light Novel, ja. Interessante Idee, Miklas. So, dann haben wir jetzt hier schon mal das Item jetzt endlich einsammeln können, da der Tamer-Rang mittlerweile höher ist. Die Musik im Game recht laut, vor allem wenn du sprichst. Danke, dass du Bescheid sagst. Ich denke, so wird es schon passen, oder? Wird es so passen, Freunde? Die Musik muss ja auch nicht sonderbar laut sein im Hintergrund, ne? Okay. Ja, Tamers ist... Wobei, ich würde immer Digimon Adventure empfehlen. Und, Tavernix, Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Schön, dass du auch jetzt hier bist. Herzlich willkommen.
Ich glaube nicht, dass man da Bandai nochmal groß überzeugen kann. Ich denke, die sind da festgefahren, die haben ihre Meinung. Das Einzige, was helfen würde, wäre, wenn Digimon, ohne dass dafür richtig dick Werbung gemacht wird, einfach hier einen meisterhaften Erfolg hat, ne? Das ist ein typisch japanisches Phänomen, das ist richtig. Das sind bei vielen japanischen Publishern ist das so, dass sie sich sagen, der Westen wird ignoriert, weil wichtig ist ja erstmal der Erfolg in Japan. Aber was sie nicht verstehen ist, dass heutzutage ein weltweiter Erfolg dafür sorgt, dass man sehr viel mehr Budget hat für seine Projekte. Gang Signs vom Crack Team? Natürlich, Ragnar. Die zeige ich dir dann später privat. So, jetzt kämpfen wir erstmal gegen Devimon. Genau, wieso hast du Ellie entführt? Er wird sie erst freilassen, wenn er uns platt gemacht hat, sagt er. Aber wir werden ihn platt machen. So, I don't know. I was ordered to defeat you by unknown D. Ein unbekannter D? Ein unbekanntes Digimon? Deine Zähne sind nun golden. Perfekt, Ragnar. Skrrra! Und yo, nicht Loch Ness spendet 3,50 €. 3,50 €. Möchten Sie Kekse kaufen? Oh, eine hübsche kleine Mädchen hier mit einem Pfadfindermädchen, das mir Kekse verkaufen will für 3,50 €. Warte mal einen Augenblick. Ich guck mal genauer. Du bist gar kein kleines Mädchen. Du bist das Monster von Loch Ness. Du kriegst keine 3,50 €. Genau so, gerne. Also wenn der Joke gebracht wird, ich liebe es, ne? Ich liebe es. Ich hab's auch damals in meinen... Xanthus, habe ich das nicht damals auch immer in meinen Let's Plays gesagt? Also, weil das ist halt... Ich habe das so geil gefunden einfach. Das ist halt... Chef, also Old School South Park ist halt einfach 100 out of 10, oder? Ich meine, das war immer so ein Standard-Ding von mir. Du kriegst keine 3,50 €. Es ist halt so, das ist so geil. Du bist das verfluchte Monster von Loch Ness. Du kriegst keine 3,50 €. Einfach, das war auch gar nicht Chefkoch. Das war sein Vater, ne? Der das erzählt hat. Gut möglich, Furu. Ich kann dir da keinen Insight geben, weil ich bin kein Wirtschaftsexperte. Aber es gibt halt Basics, die man beachten kann, um dass halt die eigene Franchise oder das eigene Produkt erfolgt hat. Und diese Basics sind Werbung. Es ist halt einfach so, ne? So. Und Luki, Dankeschön für deinen Follow. Warum dann nicht Stick of Truth Let's Play? Ich habe echt schon oft überlegt, ob wir irgendwann Stick of Truth hier streamen wollen. Definitiv, ich habe schon überlegt, schon oft. Früher oder später mache ich das mal. Und Inku, schön, dass du einschaltest, herzlich willkommen. Es ist halt echt geil. Also Stick of Truth ist halt praktisch gesehen geilste Game. So, Rose Rapier. Erstmal ihn hier weg. Nein, du bist nicht wirklich auf Billy Media gestoßen. Rexillion, ignorier das. Da habe ich nur Scheiße gelabert damals. Nein. Jetzt hab ich, wieso erwähne ich es jetzt nochmal hier? Bin ich irre? Going Wild. Ja, danke dir, Merkel, für Going Wild. So. Heißes Profilbild da. Oh, Jemini. Egal, egal. Bitte nicht verlinken. Das ist ein altes Ding, was nicht mehr zählt. Da war ich noch sehr jung und da habe ich eine ganz andere Meinung gehabt. Falls South Park irgendwann mal eine Realverfilmung kriegt, wer als Schauspieler für Chefkoch? Boah, gute Frage. Hast du einen Vorschlag? Hat jemand einen Vorschlag als Schauspieler für Chefkoch? Genau, ignoriert die Seite einfach, das Profil. Alles klar, Inko, dankeschön. Morgan Freeman einfach. Idris Elba, Samuel L. Jackson einfach. So. Richtig, du hast wohl zu viel Zeit mit... Oh ja, mit dem natürlich, klar, vor allem ich. Nein, Spaß. So, dann wollen wir jetzt erstmal Devimon kaputt machen. Will Smith kann alles. Oh mein Gott, Steven hat recht. Forrest Whitaker, auf jeden Fall. Forrest Whitaker ist... Hat Whitaker-Eye-Syndrom, ne? Sorry, dass ich das immer so sage, das ist ja das Meme.
Es ist halt echt so, Forrest Whitaker ist es. Aber Will Smith kann einfach alles rocken. So, I can't believe I lost to the likes of you. Wir haben ihn bezwungen. Richtig, selbst wenn du neugeboren worden bist, bist du immer noch nur ein Digimon. Was hast du gesagt? Badland Chucks. Oh! Oh, Ragnar, Badland Chucks, du hast recht. So, don't touch that mouse. You're looking Badland Chucks. Es ist halt, der ist es, Mann. Der ist Chefkoch. Der ist es. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, Vanessa. Mir ging es eben ähnlich. Lawrence Fishburne. Sagt mir gerade gar nichts. Einfach ich als Randy. Bin ich am Start. Mirius! Ehre geht raus an dich. Dankeschön für den 31. Monat Resub. Dankeschön für deinen Support. Und Mirius, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Freund? Endlich bist du mal wieder dabei. Das freut mich auch mal wieder von dir zu hören. Wir sind dann Kyle und Stan. Warum nicht ich als Cartman? Aber das passt nicht zu mir, oder? Von der Art her einfach. Boah, es ist halt richtig warm hier. Ekelhaft warm hier drinnen. Tantus als Cartman passt doch überhaupt nicht. Genau, ich bin zu nett für Cartman. Finde ich gut. Ich könnte Kenny sein. Nee, das nicht. Auf keinen Fall. Ich bin nicht Kenny. Ich nehm Randy, komm. So, Bedi, why are you staring at me? Never mind, where's Ellie? Da ist Ellie, sie wurde befreit. So, I cook for you to show my thanks. I want some croquettes. Kriegen wir hin? Er hat gut gekocht. Jeder hat einen Cartman als Freund. Hast du keinen Cartman als Freund? Bist du der Cartman in deinem Freundeskreis? Ja, Ragnar ist mein Cartman in meinem Freundeskreis. Nein. War nur Spaß. Genau, Nyra sagt, Belias, was wäre eigentlich dabei rumgekommen, wenn man Digimon so verfilmt hätte wie bei Sonic 1 und 2? Wäre es Top oder Flop gewesen? Ich glaube, es wäre ein Flop gewesen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt hat man halt einfach solche Relay-Verfilmungen noch nicht so gut hingekriegt wie heute. Freunde, ich bin sofort wieder da. Ich change kurz meine Hose. Es ist so nervig mit einer langen Hose. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Das ging schnell. Und es ändert direkt alles irgendwie. Auf eine Knuckles-Serie. Es kommt eine Knuckles-Serie? Wusste ich gar nicht. Und ja, wenn man sich das heute anschaut, hier Digimon Seekers, die Real-Life-Trailer und so, ne? Diese CGI-Real-Life-Trailer. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man so einen Film machen könnte. Den würde ich mir jetzt anschauen. Aber damals hatte man die Technik noch nicht, als Digimon der Film 1 und 2 rauskam. So, Baihumon hat eine neue Aufgabe für mich anscheinend. Genau, Baihumon möchte einmal schauen, wie es Pagumon bisher geht. Also, manche Realverfilmungen fand ich gut. Und zwar, ich mochte One Piece, mochte ich tatsächlich sehr. Genau, dadurch, dass er einfach daran teilgenommen hat, Vanessa, konnte man in Deutschland gut Werbung dafür machen. Das ist richtig. Ja, absolut, Tyranitar. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich habe das sogar, glaube ich, reingeschnitten in
Ich habe das reingeschnitten in eines meiner Videos sogar, glaube ich, wo ich kurz über Digimon Seekers geredet habe, den letzten Trailer. Die Trailer waren wirklich cool, muss man wirklich sagen, von Digimon Seekers. Boah, bei mir, ich weiß nicht, wie viel Grad es ist, aber es ist auf jeden Fall zu warm. Aber die muss man auch einfügen, einfach diese Trailer. Die waren, ich bin ehrlich, es ist halt einfach mega cool. Shadow the Hedgehog soll im Originalton von Keanu Reeves gesprochen werden. Würde ich tatsächlich feiern, wenn das so wäre. Keanu Reeves ist einfach ein toller Schauspieler. Wobei man sagen muss, Keanu Reeves hat ein Problem. Keanu Reeves spielt immer Keanu Reeves. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt zwei verschiedene Arten von Keanu Reeves. Es gibt den jungen Keanu Reeves, der immer den jungen Keanu Reeves gespielt hat damals. Und jetzt den älteren Keanu Reeves, der immer den älteren Keanu Reeves spielt, ne? Genauso wie The Rock immer The Rock spielt, basically, ja? Genau, in Japan hauen die gar nicht mal so verkehrt viel Geld rein. Also die machen das eigentlich gar nicht so schlecht. Die sollten halt einfach bei uns die Sachen mehr übersetzen, pushen, tun. Die haben ja schon die Werbung und alles. Die müssen sie nur noch translaten. Genau, meine Geräte strahlen natürlich auch Hitze aus. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Ich guck mal ganz kurz, wie es um mein... Moment. Wie es um mein Ikakumon steht. Kann ich das schon digitieren? Ich glaube mal nicht. 34 müssen wir da sein. Theoretisch wäre es wahrscheinlich schlau, bis 55 zu leveln. Gab es in Seekers nicht eine Fähigkeit, wo der Tamer und das Digimon zusammen verschmelzen oder ähnliches? Wie funktioniert das? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich muss mich damit noch intensiver auseinandersetzen und dann gibt es ja auch Videos von mir dazu. Und dann kann ich das 100% sagen. Genau, wer ist der Charakter, dass du lachen kannst? Oder eine Kackwurst? Hier, du meinst jetzt Cartman, ne? Und die Kackwurst ist Hanky, der Weihnachtscode, oder? Mr. Hanky, ja, richtig. So, mal gucken, was noch so geschrieben wurde. Ja, sowas finde ich aber auch cool. Diese Gacha-Maschinen in Japan finde ich besser als Gacha-Games, bin ich ehrlich. So, dann wollen wir mal gucken. Was machen wir als nächstes? Wir müssen einmal zu Baihumon gehen, ne? Für die Main Story. Krieg mal nebenbei schon mal was. Wie in Tamers ist das tatsächlich dargestellt, Steven, sagst du? Das finde ich sehr cool. Digimon Seekers müssen wir unbedingt auf unserem Kanal zusammenfassen. Aber erstmal gucken wir, was wir zu Liberators bringen können. So. Pagumon hat sich schon ziemlich in eine gute Richtung verändert, jetzt wo er sich mit den Menschen gut auseinandersetzen kann. Genau, und wir fragen jetzt Baihumon aus, ob er irgendwas über Unknown D weiß. Das ist ein unbekanntes Digimon, unbekannte Lebensform, die halt irgendwie, ja, für Unruhe sorgt. Das war auch derjenige, der Devimon beauftragt hat, das Mädchen zu entführen. Ich glaube, Ellie hieß sie. Und ja, wir sind Alphamon begegnet. Genau, Alphamon hat mal mit denen zusammengearbeitet, um aus der Digi-Welt einen, ich sag mal, einen harmonischen Ort zu machen. Und er war mal gut befreundet mit Clavis Angemon. Aber er ist halt einfach ein Feind der Menschen und möchte nicht, dass die Menschen in die Welt, hier in die Digi-Welt gebracht werden. Was Clavis Angemon und Baihumon anders sehen. Ne? Genau, und er ist an sich aber kein Böser oder so. Genau, Trinity, das wäre sehr cool. Ich würde sogar sehr feiern, wenn es so eine ultimative Form gäbe, wo alle drei gemeinsam ein neues Digimon ergeben. Denn, kleiner Spoiler, ich weiß nicht, ob ich den einen oder anderen Spoiler...
Lugamon in der Endstufe, also Fenri Lugamon, kann auch ein anderes Digimon, das ich euch nicht spoilern werde, als Waffe benutzen. Ne? In Digimon Seekers. Um auf das Ultimativlevel zu steigen. So, okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch immer Silvertamer. Wir müssen uns noch ein bisschen mit Pagumon, glaube ich, auseinandersetzen. Was hat er gemeint? Genau, wir müssen uns weiter um Pagumon erstmal kümmern. Ich sollte was trinken, richtig. Ein Video über die Digimon, die mehr als zwei Augen haben. Teil 1, die mit einem Kopf. Teil 2, die mit mehreren Köpfen. Uff, das klingt so komplex und nischig, dass ich nicht weiß, ob ich darüber ein Video machen kann, das die Leute interessiert oder so. Kenny ist einfach Leomon. Das ist true. Welche Digimon bräuchte man, um South Park zu machen, das nur aus Digimon besteht? Boah, das ist eine sehr komplexe Frage. Da weiß ich gar nicht so die Antwort drauf, welcher Charakter welches Digimon sein könnte. Könnt ihr... Vielleicht hat einer von euch Ideen. Wenn hier die South Park-Charaktere Digimon wären, wäre welches Digimon? Ich glaube, das ist schon noch ein Spoiler, glaube ich, Tomaru. Geflügelter Werwolf mit Samurai-Rüstung, Mon. So sieht's aus. Cartman ist Shogun Gekomon. Kenny ist ein Zombie-Digimon. Oder in dem Fall Leomon, würde ich sehr feiern, weil Leomon immer stirbt. Cartman ist Nanimon. Das wäre auch witzig. Oh, das würde ich sehr feiern. Das würde ich sogar, glaube ich, echt feiern. Das sind zwei Vorschläge, die ich sehr feiern kann. Chefkoch ist Burgermon. Okay, kann ich unterstützen. Oh, wir sind einem anderen Mädchen begegnet. Isn't that Digimon? Yeah, it's the one I was raising. Ja, sie ist, also das war die ursprüngliche Tamerin von Pagumon, das lila haarige Mädchen. Und sie hat Pagumon wirklich schrecklich behandelt. Und der blonde Spinner da sagt, Stärke ist alles zu einem Digimon, das ist das Einzige, was zählt. Meine Güte. Ein schwaches Digimon ist ein nutzloses Digimon. Naja, wenn dein Digimon schwach ist, was sagt das über dich aus, junger blonder Mann, ne? Also, das geht ja mal nicht, würde ich sagen. Die Kyle Gaomon. Der eine Dad, meinst du Randy? Randy Marsh ist dann Etemon, true. Welches Digimon hat rote Haare? Gomamon. Gomamon ist dann der Charakter mit den roten Haaren. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt gerade. Bin schon so raus, wieder aus South Park irgendwie. Mr. Garrison ist einfach Ogremon. Oha, fühle ich. Oh, charakterlich gesehen hast du da recht, Trinity. Da hast du tatsächlich charakterlich gesehen recht. Ja, er sagt, du kannst kein starker Tamer sein, wenn du so ein mickriges Digimon lobst. Okay. Sehe ich anders? Rote Haare könnte auch Goblimon sein, true. Lady Devimon ist der Mr. Sklave von Mr. Garrison, richtig. Nemon könnte auch Stan sein, da hast du recht. Das passt schon, ja. Coole Vorschläge hier. So, I don't really know for sure. Okay, lass uns wieder zurück zur Digifarm gehen. So langsam erinnert er sich an seine Vergangenheit. Nicht so gut, tatsächlich anscheinend. Und Tamer Mika, herzlich willkommen. Er will uns etwas fragen. Er möchte ein bisschen alleine sein, um nachzudenken. Okay. Genau, er braucht auf jeden Fall etwas Zeit für sich. Oh,
Opagumon hat die Digifarm alleine verlassen. Hanky, der Weihnachtscode ist Zuckermon. Perfekt, Luki. Da hast du absolut recht, ne? Weil beide scheiße sind. Also beide sind Code im wahrsten Sinne des Wortes. Stellen einen Scheißhaufen dar. Ich finde es geil. Leute, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich finde es extrem cool, dass Digimon sich traut, eine ganze Digimon-Unterart aus Kacke zu machen, also aus Abfall. Also Fäkalien-Digimon. Das feiere ich extrem. Okay, er hat die Digifarm verlassen. Ich weiß nicht mehr, wo der nächste Spot ist, wo ich hin sollte. Wurde das irgendwo gesagt? So. So, dann wollen wir mal gucken. Mangrove Woods. Da gehen wir als nächstes hin. Mangrove Woods. Zuckermon und Numemon sind schon Big Player auch in der Digi-Welt. Tatsächlich finde ich es cool, dass sie immer wieder vorkommen. Und ich finde es auch sehr cool, dass man da immer wieder neue Formen ausbaut und so. Ich finde. Wirklich, ich finde es cool, dass Digimon sich das traut. Genau, die sind schon seit Dr. Slump oder davor sogar japanisches Humorkult. Oder Kulturgut, ja. Die sind sehr kultig, was das betrifft. So, dann haben wir hier schon mal eine Truhe. Aber der Rang von uns ist nicht hoch genug. Ein wildes Kokatorimon, das schlagen wir direkt zu Klump. Kriegen wir Bird XP. Oh, die Pinguine sind auch am Start. Es sind sehr viele Wasser-Digimon unterwegs. Es gibt sehr viele Wasser-Digimon. Ich persönlich, oder Bird und Wasser-Digimon im Moment, ne? Es ist, ich glaube, das wird als Bird zählen bestimmt gleich. Ja, ist Bird XP, okay. Ja, wir wollen jetzt keinen Report hier. Oh, Kiwimon ist auch am Start. Also hier kann man schon mal gut Bird-EXP farmen später, denke ich. Digimon World DS 7.3 Sterne, weil too much water einfach, ne? Würde jetzt IGN sagen. Genau, wir holen uns jetzt hier so ein bisschen Bird-EXP, leveln so ein bisschen nebenbei. Das kann grundsätzlich nicht schaden. No, nee! Genau, ein Museum über Exkremente, das kann sein. Ob es sowas in Japan gibt, kann ich dir jetzt nicht auswendig sagen. Die legit gefärbte Digitation. Ja, gibt es massig, Nyra. Wirklich massig Digimon mit verschiedenen Farbtypen. Zum Beispiel hier Penguinmon hat noch eine rote Form, die sich Muchomon nennt. Kiwimon ist auch so ein Digimon, das gar nicht mehr so häufig in Medien vorkommt, oder? Überlege gerade, gibt's Kiwimon in Cybersleuth Hackers Memory? Ja, die Zahnstättenmusik einfach richtig epic. So, wir wollen jetzt einmal gucken. Genau, Vedramon hat auch verschiedene Farben. Und ja, Muchomon ist Tropical, der müsste eigentlich hier in dem Biom vorkommen. Eigentlich schon. Ich glaube, das gab es irgendwo zu spielen. Nur als Gegner in. Genau, es gab's nie irgendwo zu spielen, oder? Immer nur als Gegner. Also Muchomon an sich. Was man googeln muss, wird Japan nie wieder mit den gleichen Augen sehen. Ja, allerdings. Richtig, Trinity, aber Vademon ist ja auch ein Fäkalien-Digimon. Also, es gibt ja mehrere Digimon, die in die Kategorie Fäkalien reingehören. Da zählt auch Vademon dazu. Da zählt auch Nanimon tatsächlich dazu. Da zählt auch unter anderem Vegimon dazu. Also, Vegimon, Vegimon, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ist ein Fäkalien-Digimon zum Teil, ne? Hab ich nicht so gewusst. Ich dachte, es ist halt einfach ein Pflanzen-Digimon. Es ist zum Teil Pflanzen-Digimon, aber auch Fäkalien-Digimon. Ach so, wo sich einfach nur die Farbe ändert? Ja, und zwar bei Gozumon.
ändert sich nur die Farbe. Und bei Etemon, naja, ich sag mal, Metall-Etemon, da ändert sich ja nicht nur die Farbe, sondern auch die Frisur und ein bisschen die Körperstruktur. Hunemon war auch lange Zeit lang kein Digimon, das man selber benutzen konnte. Oh, schau mal, Parrotmon ist am Start. Meteormon, richtig. Ah, die ganzen Poop-Digimon, die feiere ich aber sehr. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach cool. Etemon hat eine Art Frisur, ja klar. So ein Zipfelchen hat er da oben und das sieht komplett anders aus bei Metall-Etemon. Meiner Meinung nach, das ist so mein Eindruck. So. Das ist richtig, FD, das ist richtig. Die sind sich mit sowas, glaube ich, damals noch nicht so... Ich weiß nicht, ob die nicht sich einig waren oder ob sie es irgendwie vom Rest abheben wollten durch die Optik. Genau, hier, Etemon ist ja auch ein Fäkalien-Digimon offiziell. Zählt auch in die Fäkalien-Kategorie. Puppen- und Fäkalien-Digimon. Glaubt Etemon. Das gibt's auch. Etemon hat einmal Metall-Etemon als Mega, aber auch King Etemon, meine ich, hieß es doch, ne? So, wir haben es geschafft. Hier wird Pagomon erstmal gemobbt. Und da wollen wir uns direkt mal um ihn kümmern. Gummi-chan, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ich trinke mal was. Ja, sie wollen, also die hier, Pagomon wird schon von den anderen hier gemobbt. Genau. Die Sache ist doch aber auch, dass es so dumm ist, dass die Sachen wie Super Rumble nur für den koreanischen Markt machen. Warum nicht weiterdenken? Naja, ich kann dir sagen, warum, Luki. Das liegt daran, dass Digimon Super Rumble nicht ein Bandai-Produkt ist, sondern das ist eine MMO-Firma, eine Firma, die nur MMOs macht und sich dann die Rechte an Digimon nochmal gegönnt hat, um ein neues Digimon-MMO zu machen. Und die sich halt einfach so... Also denen ist egal, ob das in den Westen kommt, das Spiel oder nicht. Denn die Firma, die das Spiel gemacht hat, die gibt es nur in Japan. Nur in Korea, meine ich, in dem Fall. Und es muss erstmal eine europäische Firma Interesse haben, das zu publishen in Deutschland. Liam, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier gegen die drei hier fighten. Das wird jetzt, glaube ich, ein Kinderspiel. Lightning Javelin. Alles One-Shot. Also man muss schon sagen, ja, ich denke, wir sind maßlos overpowered und wir müssen jetzt auch nicht mehr so hart reingrinden. Jetzt müssen wir gegen Delomon war es doch, ne? Subgoal, dass Bailey die Digimon-Lizenz kauft. Das könnten wir uns alle gemeinsam niemals leisten. Das ist bestimmt unglaublich teuer. Man muss auch regelmäßig weiter Lizenzgebühren zahlen, glaube ich. Nicht nur einmalig oder so. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass es sich im Westen wirklich nicht rentieren würde finanziell. Kann ja sein. Man müsste halt dementsprechend Werbung machen. Und es ist halt die Frage, wie viele Leute interessiert das dann? Gerade als MMO, ich weiß es nicht. Es gab viele, die hat es interessiert, das Spiel. Nur ja, irgendwie gibt es noch keinen westlichen Anbieter, der genug Interesse hat, das Spiel bei denen umzusetzen. So. Genau, also Pagomon fühlt sich schlecht und möchte quasi uns nicht irgendwie, ja, es möchte uns nicht auf die Nerven gehen damit. Mit seinen Problemen und wir sagen, erzähl uns lieber davon. Ich möchte dir auf jeden Fall helfen, dein Problem zu lösen. Ich bin dein Tamer. Und Pagomon kennt es gar nicht so, denn man muss dazu sagen, Pagomon ist vorher von einem Tamer aufgezogen worden, der sehr schlecht mit ihm umgegangen ist. Genau, es hat hohe Klippen, das Gebiet, das er sucht, und einen Haufen Fossile, die im Gebiet halt so sich befinden. So, wir haben wieder einen Digifarm-Bericht. Guck mal kurz.
Genau, die müssen die Zahlen besser wissen, aber ich glaube, wenn sie einmal hingehen würden bei Bandai und ein Risiko eingehen würden und das gut vermarkten würden, würde das speziell heute bei den ganzen nostalgiegetriebenen Leuten gut ankommen. Ja, Ruben, es ist tatsächlich so, man muss aber dazu sagen, dass Digimon New Century bringt tatsächlich auch lore-technisch mehr an den Tisch, als ich ursprünglich gedacht hätte. Aber mich stört halt dieser ganze Gacha-Aspekt komplett. Der gehört weltweit verboten, es gehört den Firmen ausgetrieben und die sollen mal vernünftige Spiele machen. Genau, also New Century sieht super aus, aber warum Gacha? Why? Why are you doing this to my games? Fuck Gacha, ist halt einfach so. Da droppe ich auch die F-Bombe. Fuck Gacha, es ist einfach so. Alles klar, Tatsuro. Schön, dass du eingeschaltet hattest. Genau, es ist eine Sache von Angebot und Nachfrage, aber genau, weil es Geld bringt, Beli. Naja, aber für uns Spieler, uns kann es ja egal sein, wie viel Geld sie uns wie irgendwelchen Mafiosis aus den Taschen ziehen. Uns ist, sollte nur wichtig sein, ob es ein gutes Spiel ist und ob es dann dadurch Erfolg hat. Ein Spiel sollte nicht Geld machen, indem es Leute abzieht, sondern indem es Erfolg hat. Genau, es ist halt kulturell bedingt in Japan und es bringt halt Geld, ne? Ja, das ist der Punkt. Aber es sollte halt trotzdem einfach... Es ist etwas, es sollte einfach nicht sein. Naja, Nyra, weil sie halt die Optik einer Frau haben, ne? Sie haben die Optik einer Frau, aber nicht wirklich das Geschlecht der Frau. So, wir wollen jetzt erstmal gucken, was abgeht. Wir haben jetzt wieder den nächsten Part der Story abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie geht's weiter? Also Pagumon, müssen wir wirklich jetzt vielleicht nochmal auf die Digifarm? Wir müssen uns nach einem Ort, glaube ich, umgucken, ne? Es gibt einen Ort, den wir finden müssen. Nee, es ging um Digimon, die Ragnar, es ging um Digimon, warum die halt kein Geschlecht haben und warum sie trotzdem eine weibliche Optik haben. Und das ist halt so zu erklären, dass sie halt aussehen wie eine Frau oder ein Mann, aber halt, halt trotzdem geschlechtlos sind. Sie weiß schon mal nichts. So, ich guck mal ganz kurz. Ladyboy, die Vorstufe von Lady Devimon. Genau, Digimon brauchen sich ja nicht fortzupflanzen. Ja, so ähnlich könnte man sich das vorstellen, Vanessa. Genau, Tomaru. So, ich denke, so wird es wahrscheinlich sogar sein. Ich glaube, das trifft es sogar ziemlich genau. Genau, go around town to ask people. Das machen wir gerade. I've been to lots of places, but I don't know the place you say. Genau, okay. Also hier haben die uns alle schon mal nicht helfen können. Allerdings, so sieht's actually aus. Ob das nötig war, Beelstarmon, halte ich nicht so viel von. Also finde ich jetzt nicht so krass, finde ich aber auch nicht scheiße. Ist halt einfach Fanservice, ne? Ist einfach, okay, wir haben ein Digimon, das die Leute lieben. Die Leute werden es noch mehr lieben, wenn es Buba hat halt einfach, ne? Also Boobs. Ist halt einfach so. Das ist... Ich verstehe die Mentalität nicht, warum man halt dann einfach nachgibt und sich sagt, ja, die Leute wollen halt dasselbe Digimon mit Boobs haben einfach. Oh, Ancient Canyon. I'm not sure if the place in his dream, but genau, Ancient Canyon ist der Ort, den wir uns anschauen sollten. Haben wir schon die Daten zum Ancient Canyon jetzt bekommen? Lilithmon hat natürlich einen Mehrwert, weil Lilithmon quasi ja eine der Todessünden darstellt und deswegen auch wirklich den Zweck erfüllt. Lilithmon hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, finde ich. Genau, richtig. Ja, definitiv, Tomaru. So, dann wollen wir mal gucken, wo
müssen wir hin. Wir klicken mal drauf. Data Forest. Ancient Canyon. Da, okay, da müssen wir hin als nächstes. So, die nächste Map wird geklärt. Pagumon sucht hier etwas, oder? Genau, ist ein Ort, von dem er geträumt hat. War wahrscheinlich in der Vergangenheit mal dort. Also schauen wir uns den Ort doch mal genauer an. Ancient Canyon. So, hier kriegen wir Dragon Data. Sehr gut, jetzt kriegen wir hier Dragon Data. Dann können wir Nyras Digimon digitieren. Machen wir das jetzt als nächstes. Dann müssten wir auch Dragon Data bekommen. Von ihm hier, oder nicht? Hier, nochmal. So, und Ninsaburo, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Kann man mit Amazon Prime nicht mehr subben? Normalerweise schon. Probier's mal aus. Normalerweise müsste man das können. Ist Wargreymon das Glurak von Digimon? Ja. Und Baggerfist, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, Omnimon ist das Mewtwo von Digimon, würde ich sagen. Ich würde wirklich so weit gehen und sagen, Agumon ist das Pikachu, Omnimon ist das Mewtwo und Wargreymon ist das Glurak. Das würde ich sagen, so vom Mehrwert. Würde ich sagen. Denn Mewtwo kriegt auch immer 4000 extra Würste, weil alle Mewtwo lieben, genauso wie es bei Omegamon ist. So, wir wollen mal gucken. Wir brauchen nochmal Dragon Data. Ach, komm schon. Die Apes lassen uns nicht in Ruhe. Genau, viele. Genau, Vanessa sagt, weil viele Männer junge Erwachsene entsprechend so eine Mentalität haben und viele Männer hohe Tiere sind. Na, letzteres würde ich nicht sagen. Viele Männer hohe Tiere würde ich jetzt nicht als Argument bringen. Aber weil Männer so eine, viele junge Männer so eine Mentalität haben, da stimme ich dir zu, dass es wahrscheinlich der Fall ist. Ich denke, das ist der Grund, warum Dinge so vermarktet werden, ne? Und ich glaube, dass, da hast du tatsächlich recht bei dem Punkt. Aber ich glaube nicht, dass es mit den Positionen der Männer zu tun hat, um ehrlich zu sein. Glurak, genau, echt, aber schau mal, wie viel im Fokus Glurak bei Pokémon steht und Omnimon bei Digimon. Ja, könnte man auch so sehen, da stimme ich dir zu. Könnte man so sehen vom Fokus her. Denn natürlich Wargreymon wird aber von den Fans genauso wie Glurak verehrt, als das coole Digimon quasi. Ich würde sagen, mehr Fans mögen Wargreymon als, als Omnimon, würde ich sagen. Wir sind auf der falschen Map gelandet, aus Versehen. Ancient Canyon. Ja klar, natürlich, aber ich glaube nicht, dass das ein Aspekt ist. Also ich glaube nicht, dass es spezifisch ist, weil erwachsene Männer das mitgestalten, ne? Sondern weil es einfach sehr viele junge Männer einfach anzieht. Und deswegen baut man ein, was die Leute anzieht. Genau, ich denke trotzdem, dass das, was du sagst, stimmt, Vanessa, aber das hat andere Gründe, warum das so ist. Und, also will ich auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist tatsächlich so, was du sagst. Aber ich glaube nicht, dass es zusammenhängt mit dem Fall, von dem wir gerade reden. Sagen wir es mal so. Echt? Also ich bin jetzt, also ja, du magst es vielleicht so sehen, Tyranita. Ich sehe es. Na, low würde ich nicht sagen, aber es ist eine seltsame Richtung. Es biegt halt total ab von dem, was es vorher war, verliert seinen Beast-like Look und wird zu was gänzlich anderem, was ich schade finde, ne? Black Wargreymon hat diese Mewtwo-Vibes. Ja, könnte man auch sagen, ja. Genau, Vanessa, ich denke auch, um es wirklich genau zu wissen. Da wirst du wahrscheinlich recht haben. So, dann wollen wir mal gucken. Und zwar können wir hier einmal digitieren. Ich will gucken, ob wir dadurch jetzt ein höheres Level bekommen. Ja, endlich ein höheres Level auf ihm hier.
Wir wollen eigentlich nur ein höheres Level, damit wir Weilmon auf eine höhere Stufe digitieren können. Aber ja, wir müssen hier wohl, ja, Butter bei die Fische machen. Gucken, was hier geht. Dann haben wir das Level, aber noch nicht die Punkte. Hier können wir theoretisch jetzt zu Grolmon digitieren. Genau, Nyra digitiert sich. Genau, richtig. Man kann es nie wirklich hundertprozentig sagen, Vanessa, ne? Ich bin kein Experte vom Fach, was das den wirtschaftlichen Aspekt hinter Digimon betrifft. Zumindest halt, warum man sowas einbaut. Ich finde nicht schlimm, wenn man sowas einbaut. Wirklich überhaupt nicht. Aber es ist halt eine Geschmackssache. Ich finde es jetzt auch nicht besonders toll, dass es eingebaut wird, sondern es ist mir halt völlig egal einfach. Also es sind keine Digimon, die mir jetzt besonders zusagen. Also jetzt über sexualisierte weibliche Digimon oder sowas sind jetzt für mich, ja, ist mir vollkommen egal. Also es ist mir egal, dass es da ist halt einfach. Genau, Digimon ist ja nicht wirklich ein Anime für Kinder. Es ist halt eher was für jugendliche Teenager, finde ich. Definitiv, ja. Das ist ja auch die Main-Zielgruppe. Sicher auch so, Tomaru. Also es sind halt nicht die Digimon, die mich mostly interessieren, aber es stört mich nicht, dass sie da sind. Vielleicht ergibt das so Sinn. Also es stört mich nicht, dass sie da sind, aber es ist für mich nicht der Hauptgrund. Also es sind nicht meine Digimon, die ich mir gerne in mein Team nehme oder aussuche. Nicht spezifisch zumindest. Wenn sie mal da sind, dann sind sie da. Das ist in Ordnung, aber ich suche nicht spezifisch nach solchen Digimon. Aber wer das tut, hey, alle Power zu demjenigen, der das möchte, ne? Kann er ja machen. All power to you. Wenn das einer machen möchte, spezifisch solche Digimon aussuchen und es halt feiert, ist es auch in Ordnung, finde ich. Habe ich kein Problem mit. Muss jeder für sich wissen. Du wärst gerne die dunkle Variante später. Cool. Ich versuche dahin zuzuarbeiten. Das ist bestimmt cool. Vielleicht ist ja sogar Megidramon im Spiel. Ich weiß es gar nicht. So, was soll Ikakumon werden? Ich möchte es eigentlich gerne zu Neptunmon werden lassen. Aber es kann sein, dass es vorher zu, es kann sein, dass wir vorher die Route Sudomon-Weikmon machen müssen. So, dann schauen wir mal. Gegen Mastermon würde ich zum Beispiel nie was sagen, das Design ist echt cool, sehe ich auch so. Das stimmt, Tomaro, da hast du absolut recht. Ja, Lanis, kann ich absolut verstehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also daran ist nichts verwerflich, wie ich finde. Oh, cool, Haburo. Du hast das benannt. Möchtest du, dass es gerne zu einem Neptunmon wird? Würde ich sehr gerne machen. Das klingt cool. Das klingt doch fantastisch. So, dann haben wir hier auf jeden Fall zwei Grolmon, die wir wieder verkloppen müssen. Ich glaube, wir werden gleich Ikakumon wieder digitieren lassen können. Ja, ja, alles klar, Digifarm-Bericht. So, jetzt einmal gucken. Ui, da ist sogar ein Minotaurusmon. Diesen Skill wollte ich gar nicht machen, aber okay. So, ich sollte gleich mal was trinken. Nyra sagt, ist eigentlich aus Digimon Survive dieser pinke Hund nur eine einmalige Sache oder kommt dieses Digimon jetzt öfters vor? Pinker Hund? Ich überlege gerade, pinker Hund? War da ein pinker Hund oder meinst du gerade Labramon? Der war aber nicht pink, oder? Labramon kommt öfters vor. Also auf jeden Fall ein Digimon, das nicht nur in Digimon Survive quasi gefunden werden kann. Definitiv.
So, dann wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, wo wir hier hin müssen. Lugamon ist lila, die Ohren sind pink. Ah, okay. Labramon wird öfters vorkommen und kam auch öfters vor. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Digimon nicht in der Versenkung landet. Zumal das ja auch das Rookie ist, zum Beispiel zu Anubismon, das Rookie zu Plutomon in vielen Fällen. Es ist das Rookie zu einigen coolen Hunde-Digimon. Sobamon finde ich auch cooler. Ich bin kein Fan von Labramon. Ich finde Labramon relativ langweilig. Aber es ist ein Classic Rookie, wenn man so möchte, ne? Mehr oder weniger. Mittlerweile kann man es als ein Classic Rookie ansehen. Es ist schon älteres auf jeden Fall. Es kam nicht erst mit Digimon Survive raus, sagen wir es mal so. Das war vorher schon bekannt. Ja, wir bräuchten tatsächlich, finde ich, auch einen schwarzen Hund als Rookie für Dobamon, weil, ja, das halt einfach besser zur Plutomon-Line passt. Barkerfist sagt, Kalumon kommt nie wieder. Ist ja kein Digimon im eigentlichen Sinne, oder? Kalumon wird hier und da mal für Spiele verwertet, wie zum Beispiel bei Lost Evolution. Aber es ist eigentlich kein Digimon, das öfters vorkommt, weil es eigentlich kein Digimon ist, ja. Ah. Bei Digimon Battle war... Digimon Battle? Was war Digimon Battle nochmal? Und wenn ich das frage, heißt das was? Genau, hat auch in World DS eine größere Rolle. Genau, und es ist halt... Kalumon hat schon in manchen Spielen eine größere Rolle, aber es kommt jetzt nicht spezifisch als Digimon vor, dass man großartig selbst haben kann, soweit ich weiß. Genau, Kalumon wurde speziell für Tamers erfunden. In World DS kann man es sogar haben, cool. Wusste ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber grundsätzlich ist das seltener der Fall, dass man ein tatsächliches Kalumon selber im Team haben kann. Und yo, Noble Pumpkinmon, mein Freund, der dritte Monat. Dankeschön für deinen Support. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ey, die Monat-Goals gehen ja wieder direkt ab. Das freut mich, Freunde. Das freut mich. Genau, an der Stelle nochmal für alle, die gerade zuschauen. Wenn ihr euch sagt, Beli, ich feiere deine Videos, ich feiere deine Streams, danke, dass du das für uns machst, könnt ihr auf freiwilliger Basis mich mal unterstützen. Nur wenn es gerade bei euch geht und da könnt ihr zum Beispiel unter diesem Link könnt ihr mir eine einmalige Spende machen. Ihr seht gerade unten im Rahmen zwei schwarze Balken mit Goals. Das sind die Monatsgoals für diesen Monat. Und da geht es darum, wenn die voll sind, dann kann ich meine herkömmlichen Rechnungen davon bezahlen. Das heißt, ich bin mittlerweile selbstständig. Ich lebe gänzlich von YouTube, Twitch und anderen Online-Aktivitäten, die gemeinsam halt das Geld ausmachen, mit denen ich meine Rechnungen bezahle, ne? Und dank euch habe ich das geschafft, dank euch bin ich in so einer Situation und ich freue mich sehr darüber. Deswegen, falls ihr mich mal unterstützen wollt, dann bin ich euch sehr dankbar. Und ja, wie gesagt, eine einmalige Spende, selbst wenn es 1 Euro ist, darüber freue ich mich immer sehr. So, Miklasch sagt, wie wäre ein Video über die Affen angelehnten Digimon? Koemon, Gorillamon, Apemon oder, ja, Apemon, Sepikmon, Gokumon, Bakuramon und die Etemon. Wäre an sich ganz cool. Könnte man mal machen. Ich schreibe es mir mal auf. Das Thema klingt ganz gut, aber ich habe eine lange Liste an Content. Also ich kann es gleich sagen, ich spoilere euch gerne, an welchem Video ich aktuell arbeite. An einer kompletten Story. An einem Story-Video. Ich formuliere es so, ich habe die ganze Zeit Schluck auf. An einem Story-Video, wo ich Digimon Liberator Kapitel 0 und 1 zusammenfasse. Es ist so gut wie fertig. Und sollte morgen übermorgen kommen. Und ja, da werdet ihr komplett die Story von Digimon Liberator bis zum aktuellen Punkt erfahren können. Und ob das übrigens monetarisierungstechnisch legal ist, also ob Bandai mich das machen lässt oder nicht, das erfahren wir dann, wenn das Video da ist. Oh, ich drück dir sehr die Daumen. Und wie gesagt, Ruben, nur wenn du es mal kannst, fühle ich nie gezwungen. Ist aber super lieb, wenn du das mal machst, wenn du sagst, oh, jetzt kann ich mal, dann freue ich mich natürlich und ja, mega, mega lieb.
Digimon Liberator ist ein neuer Webcomic, also ein Manga, ein richtig guter Manga, den ich jetzt auch aktuell gelesen habe. Und den werde ich vollständig zusammenfassen als Story. Ich werde euch die Geschichte erzählen, alles zeigen, sehr, sehr, sehr ausführlich. In welcher Stadt wohne ich? So, Digi-Ritter Ottmann, warum willst du das wissen? Ich wohne in Baden-Württemberg, im Bundesland Baden-Württemberg. Ist es ein bisschen auf gut Glück? Naja, ich denke mal, dass es durchgeht. Ich denke nicht, dass sie da ein Problem mit haben, weil ihr den auch kostenlos im Internet angucken könnt, den Webcomic. Aber ich will trotzdem, also ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die nicht sagen, nee, möchten wir nicht. Kann ja sein. Genau, Haburu fragt, sag mal, Belias, wovon profitierst du eigentlich mehr, Sub oder YouTube-Mitgliedschaft? Grundsätzlich profitiere ich am allermeisten von Direktspenden. Das bedeutet, wenn ihr diesen Link benutzt, ich poste ihn nochmal, wirklich, und ihr glaubt nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich lebe extrem sparsam und ich versuche wirklich, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Ich hole mir nur noch das Nötigste und ich liebe mein Leben trotzdem so. Deswegen, ja, genau. Also für den Job und für halt natürlich mein normales Leben, ne? Und richtig, unter diesem Link, wenn ihr dort spendet, dann bringt es mir am allermeisten. Am zweitmeisten bringt mir eine YouTube-Mitgliedschaft, ne? Also eine YouTube-Mitgliedschaft könnt ihr übrigens, wie gesagt, für einen bestimmten Betrag, den ihr euch selber aussuchen könnt, könnt ihr mich unterstützen. Und dann werdet ihr in jedem meiner Videos hinten am Ende des Videos als Sponsorin des Videos aufgelistet. Zum Beispiel kann man da auch die YouTube-Gold-Mitgliedschaft abschließen. Und dann werde ich euch am Ende jedes Videos nochmal vorlesen und mich persönlich bei euch bedanken am Ende von jedem Video. Konntest du mit dem Link von der Post, den ich dir auf Instagram geschickt hatte, etwas anfangen? Ja, danke dir. Ich werde mich damit auseinandersetzen, die Tage, so wie ich Zeit habe. Und super lieb von dir, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Genau, also Digimon Liberators kannst du gerne durchlesen. Terranita sagt gerade im Discord, da ist ein Link. Da könnt ihr Kapitel 0 und Kapitel 1 lesen. Und die nächsten Tage kommt von mir ein Video, wo ich das mit euch grafisch darstelle, alles zeige, vorlese, die ganze Geschichte. Also wer keinen Bock hat, das selber zu lesen und das in Videoform mit ein bisschen Background-Music zu hören, ja, dann wartet auf mein Video. Genau. Digi-Ritter Ottmann sagt, wird es irgendwann mal ein Fan-Treffen von dir geben? Eher nicht. Ich bin nicht so der Mensch für sowas, weil ich sehr introvertiert bin und ich gerne meine Anonymität behalten möchte. Also ich möchte nicht erkannt werden, ich möchte nicht gesehen werden. Ich bin gerne für mich alleine. Und ich freue mich darüber natürlich, wenn Leute meine Sachen mögen. Aber ich bin zu introvertiert, um jetzt ein Fan-Treffen zu machen oder so. Ich bin einfach gerne für mich selbst. Sagen wir es mal so. So. Finde ich inzwischen maximal cringe. Ja, weil ich muss dazu sagen, ich finde auch diese Aussage, meine Fans, ist auch etwas, was ich von meiner Seite aus nicht sagen würde. Wenn ein Zuschauer von mir sagt, ich bin dein Fan, dann freue ich mich. Aber ich sage halt meistens einfach meine Zuschauer, weil am Ende des Tages bin ich hier nicht irgend so ein Dieter Bohlen oder was weiß ich, sondern ich bin halt einfach so ein Dude, der halt einfach streamt, der Videos macht, der Spaß daran hat, der sich freut, wenn er mich unterstützt, aber... Also ich bin kein Celebrity und ich werde es auch nie sein, meiner Meinung nach. Genau, ich möchte total anonym bleiben gerne. Und ich habe mich auch noch nie gezeigt, das ist richtig. Herkules, schön, dass du einschaltest, mein Freund. Klar, natürlich machen wir dann ein Zuschauertreffen. Nee, ich finde sowas komisch. Also ich finde halt, ich habe noch nie verstanden, warum man unbedingt einen YouTuber treffen möchte. Ich meine, zum Teil... Es kommt drauf an, also auf so, ich kann verstehen, warum man alleine einen Zuschauer treffen möchte, kann ich verstehen, wenn man mit dem gerne Zeit verbringen möchte, klar, kann ich indirekt verstehen, auch wenn das nicht möglich ist, aber ich kann nicht verstehen, warum man auf ein Fest möchte, wo 1 Million Leute kommen, um einen YouTuber zu sehen, das meine ich auf der Art, ne? Und alles klar, Liam, dankeschön, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Liam, ich wünsche dir viel Spaß. Weil was auch immer du heute machst am Feiertag, falls du auch Feiertag hast. Ich gehe mal schwer davon aus. So, wir finden wieder unseren Weg nicht im neuen Gebiet. Wer hätte es gedacht? Ist was ganz Neues, passiert mir niemals. So. Wir brauchen dringend ein Tamer-Level-Up, damit wir unsere Mega-Level-Digimon auch kontrollieren können. Weil wir sind strong, aber unsere Mega-Level-Digimon sind einfach... krass. Die sind einfach, die gehorchen uns nicht.
kann schon verstehen, warum man gerne mal mit jemandem ein Gespräch führen möchte. Genau. Das kann ich schon verstehen. Und ja, richtig. Okay, gut zu wissen, Liam. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und genau, ist ja bei mir auch so. Das heißt, wenn du nachher noch live bist, dann raiden wir bei dir rein, Liam. Genau, ist eigentlich ein Webcomic. Dann bleibt ihr so lange bei mir. Es ist ja nicht mehr lange, ne? Und dann joinen wir alle bei Liam rüber. Genau, also ich kann schon verstehen, warum man gerne jemanden, den man wirklich feiert, warum man gerne mit dem mal quatscht oder mit dem sich unterhalten möchte. Aber ich verstehe halt nicht, wieso man auf so ein Fanfest gehen möchte. Also außer es ist jetzt halt irgendwie so, jetzt war so jemand wie die Entwickler von eurem Lieblingsspiel oder irgendein krasser Musiker und der gibt ein Konzert oder so. Sowas verstehe ich. Aber Deutsch ist Fan übersetzt? Von welchem Spiel? Egal von welchem, also um welches Spiel es geht, wenn es um Digimon geht, also only in English? Genau, ah, ja, genau. Also die Version, die ich mache. Also, wenn ihr irgendwo einen deutschen Manga davon habt, ist es Fan übersetzt, ne? Also von dem Webcomic. Fan-Treffen. Japaner und ihre Idols. Kann ich auch, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Und yo, Haburo! Ehre geht raus an dich. Dankeschön für die 5-Euro-Spende. Das weiß ich sehr zu schätzen. Super, super, super lieb von dir, ne? 5-Euro-Spende, dann unterstütze ich dich mal auf diesem Weg. Super lieb von dir, Haburo. Das hilft mir wirklich weiter. Und ist super, super lieb von dir. Und Mihailo, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Und Dankeschön für die 100 Bits. Ehre geht raus an dich. Hype in den Chat für hier Mihailo natürlich und für Haburo. Sehr, sehr nice. Genau, Trinity, das ist wieder was anderes. So, was ist dein Lieblingsdinosaurier-Digimon? Boah, schwierig. Ich glaube, ich bin da so ein Klassiker. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Lieblingsdinosauriermon ist Plesiomon. Ist zwar eine Unterwasserkreatur, aber ist halt trotzdem ein Dinosaurier, ne? Ich glaube echt, mein Lieblings-Unterwasser-Digimon ist dann Plesiomon. Mein Lieblings-Dino. So, mal gucken. Und zwar Hopi, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Digivolf, mal kurz gucken. Unser Level steigt nicht weiter. Was für ein Level brauchen wir denn für ihn? 67. Aber wir können jetzt schon mal zu Weigmon werden. Ist auch schon mal was. Das haben wir ja eigentlich schon predicted, dass wir das machen müssen dann. Dark Tyrannomon mag ich auch mehr als Tyrannomon noch. Triceramon ist richtig classic. Die Ceramon ist wirklich mega classic. So, wir sind immer noch am Durcheinanderlaufen. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Wie immer. Dino Rexmon, Dino Rexillionmon ist halt echt so. Dino Rexmon finde ich auch extrem cool. Plesiomon finde ich echt extrem cool. Oh, das freut mich, Barkerfist. Ist auch schön hier, wenn du im Stream dabei bist, mal hier unterschreibst. Das freut mich. Genau, Plesiomon ist mein Favorite Dino. Dino Rex, der MVP aus Survive. Finde ich auch. Also ich feiere dieses Digimon einfach. Das ist. Ich fand es sehr cool, dass sie es eingebaut haben, tatsächlich. Dort Argumon auch eine Endstufe, die ein tatsächlicher Dinosaurier ist. Also ein Dinosaurier quasi bleibt. Einfach als Option. Es ist ja nur eine Digitationsabzweigung. Das liebe ich halt an den Digimon-Spielen, dass die Digitationsabzweigungen tatsächlich umgesetzt werden. Und das macht das Ganze auch interessanter irgendwie. Also es gibt halt mehr Vielfalt an. So, Belias, kannst du Gedanken lesen? Wollte gerade was zu Argumon sagen. Ja, aber es ist halt wirklich so, ne? Weil Argumon, ich mag es halt, wenn Digimon
ihre Beast-like-Form beibehalten. Ich bin ein sehr großer Fan von Beast-like-Digimon. Und umso cooler finde ich es, dass Agumon dadurch, dass Agumon da quasi eine Beast-like-Dino-Form hat. Abseits von Wargreymon. So. Wie viele reine Drachen-Digimon gibt es eigentlich ohne Digitation? Die würden den Rahmen sprengen, oder? Ja, also es gibt viel zu viele von nur Drachen, nur dies und nur das. Also es gibt halt, das kann man nicht in einem Video machen. Das ist viel zu viel. Man kann ja alleine schon nicht alle Greymon in einem Video machen. Und das sind ja schon fast alles Drachen-Digimon. Die kannst du nicht in einem Video machen. Das für Greymon. Du kannst schon. Du kannst alle Greymon in einem Video zeigen, aber dann nicht ausführlich mit Lore. Ich fand es vor allem cool im Vitamer-Manga, Virus-Digimon mal abgesehen von Gilmon und Co. auf einer guten Seite zu sehen, die auch Herz und so haben. Daher liebe ich den Vitamer-Manga so. Ruben, da sind wir beide derselben Meinung, weil da geht es mir auch so. Ich liebe ja Vitamer Zero One. Das ist wirklich der Manga für mich von Digimon. Oder auch die Digimon-Geschichte für mich. Und ich finde es einfach cool, dass Digimon, also Virus-Digimon, da auch mal anders dargestellt wurden, ne? Also gerade jetzt. Ich meine, Virus-Digimon, nicht Gilmon, der zwar Virus ist, aber in Wirklichkeit natürlich auch das Protagonisten-Digimon ist, sondern tatsächliche böse Virus-Digimon, die aber nicht zwingend böse sind. Das würde schon gehen, aber das wäre ein 5 bis 6 Stunden langes Video und ja, kann ich so nicht machen, sagen wir es so. Skelett-Digimon, ich weiß nicht, gibt es so eine Kategorie? Es gibt keine ganze Kategorie Skelett-Digimon, sondern nur untote Digimon halt, ne? Wir sind wieder back to the Anfang gegangen hier. Back to the Anfangsgebiet. So, ich guck mal ganz kurz. Dass sie das bei Yu-Gi-Oh! Machen müssen. Ich kann es verstehen, dass sie es machen müssen. Weil ich habe auch mal auf Turnieren gespielt und ich habe das alles auch miterlebt und ich dachte mir auch, what the fuck? Bei manchen Spielern, ich meine es nicht böse, aber come on, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, bitte, bitte dusch dich vorher vernünftig und pflege deinen Körper grob vernünftig. Ich meine, es wird doch wohl möglich sein. Das wird doch wirklich möglich sein auf einem Tournament. Ja? Und dass sie das schon in die Regeln bei Yu-Gi-Oh! Eintragen mussten, sagt schon sehr vieles aus. Dass sie quasi keine andere Wahl hatten, als das in die offiziellen Regeln einzufügen. Leute. Ja. Kann ich verstehen, Toranita. Screw the reading, I have green hair. Ist halt einfach so. Einfach Yu-Gi-Oh! Abridged. Ich trinke mal ganz kurz was. Und weil im Lateinischen Rex König heißt, ist es auch so, dass man den Tyrannosaurus Rex genannt hat. Oh, nice, Hopi. Es läuft bei dir. Das läuft ja richtig gut bei dir. Abridged auf die aktuelle Situation der Karten, die ein halbes Buch sind, ist leider true. Und das ist für mich auch der abturnendste Punkt am Yu-Gi-Oh! Card Game, sind diese ewig langen Texte bei 40 Millionen verschiedenen Karten und einfach die Tatsache, dass eine Runde gefühlt 10 fucking Minuten geht, bis ich mal wieder drankomme. Das ist einfach, sorry, so funktioniert kein Card Game. Sorry, dass ihr nicht verstanden habt bei Konami, wie man ein Card Game am Leben hält. Und der Anzeigenhauptmeister, das ist natürlich der gute, mach kein Auge, mit dem 17. Mal hintereinander. Sapp, dankeschön für deine Unterstützung. Ja, das ist schon brutal, Ruben, wenn sowas passiert, ne? Also, da muss ich auch dazu sagen, deswegen gehe ich gar nicht erst auf so Veranstaltungen, weil ich krieg auch bei solchen Veranstaltungen immer unglaublich schnell Bauchschmerzen und dann geht's mir nicht gut, einfach wegen den Menschenmengen.
Ich kann da nichts dagegen machen und deswegen Gamescom ist mir zu voll. Ich mag die Dokomi gerade noch so, aber Gamescom ist mir wirklich zu voll. Und Ragnar, was machst du gerade? Ey. Dokomi ist in Dortmund. Nee, in Düsseldorf rum. In Düsseldorf. Ja, Tomaro, finde ich auch. Nicht nur, man muss zu jeder Karte eine Errata kennen. Merkst du auch, wie die Texte immer schleichend länger werden? Bei den Digimon-Karten. Ganz schleichend. Noch nicht. Da siehst du mal, Ragnar, ne? Prioritäten müssen gesetzt werden. Finde ich aber gut von dir, Ragnar. Oh, Digi-Ritter Ottmann sagt, hattest du früher Digimon-Fanartikel gehabt? Puppen oder so? Ich habe immer noch Digimon-Fanartikel. Sogar, ich habe alles aufgehoben. Ich habe diese... Kennt ihr diese Digimon-Plüschis von McDonald's, die es damals gab? Von den Partnern von Digimon Adventure? Die habe ich alle. Manche auch doppelt. Dann habe ich auf jeden Fall, ich habe, was habe ich noch? Einen Ordner von damals. Ich habe, also zweimal sogar. Ich habe so einen Ringbuchordner, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe so eine Box, so eine Stiftebox von Digimon. Ich habe so eine Blechdose von Digimon. Ich habe, boah, also von ganz früher habe ich richtig viel Merch. Speedfighter, schön, dass du einschaltest, ist herzlich willkommen. Ich spiele gerade auch Digimon World DS, richtig. Und ich muss gerade leider erbärmlicherweise den Weg finden, wie es immer bei mir ist. Ich würde gerne noch das Gebiet abschließen heute. Wir haben heute echt viele Gebiete abgeschlossen. Krass, du hast die damals verpasst? Ich habe die tatsächlich alle. Knapp 900 Euro, das ist es niemals wert. Genau, nur fürs Schauen und nichts zu kaufen, ist es vielleicht Quatsch. Ich mach's trotzdem meistens so. Ich kaufe hier und da mal was. Ich gehe aber gar nicht mehr auf die Dokomi und auf die Gamescom. Also vielleicht mal schauen irgendwann Dokomi, aber Gamescom habe ich aufgehört, weil das habe ich ein paar Mal gemacht und das war dann gar nicht meins. Also das war... Es waren zu viele Menschen. Also es waren einfach zu viele Menschen und ich krieg da so schnell Bauchschmerzen. Dann ist es mir schlecht, dann musst du 40 Stunden auf der Toilette anstehen. Das ist einfach nicht meine Art von Unterhaltung und meine Art von Freizeitaktivität. Ist einfach nicht meins. Alter, wir sind doch jetzt alle Wege abgelaufen, oder? Genau, die Texte werden immer länger und entsprechend auch kleiner, was ätzend ist. Finde ich persönlich auch. Die ganzen Hohlkörperfiguren der ersten Gen. Alter, wie cool ist das denn, Speedfighter? Oh, gemein, Hopi, wenn die das einfach abgeben. Oh, du hast heute Golden Sun gespielt. Ja, Golden Sun ist wirklich ein sehr Hidden Gem. Golden Sun ist gut. Irgendwann QR-Code auf Karten. So, es ist halt einfach so. Looten und leveln. I simply cannot resist. Es ist halt einfach so, looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Egal ob hässliche Grafik, schnöde Story, trotzdem noch ein guter Deal. Digimon Games in a nutshell. Looten und leveln. Hässliche Grafik kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber schnöde Story, ja. Trotzdem noch ein guter Deal, weil Digimon, ne? Sekunde kurz, Leute. Weiter geht's. Einige Figuren habe ich auch. Ich habe die Digivices. Ich habe schon auch Stuff von Digimon. Aber ich kaufe mir aktuell nichts Neues. Und zuvor, irgendwann am Anfang des Streams, hat jemand gefragt, ob ich mein Vital Bracelet schon rausgeholt habe zum Trainieren. Bis jetzt noch nicht. Und es wird auch noch ein paar Wochen gehen, bis ich dazu komme. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe jetzt sehr viel vor mir. Und ich muss erstmal sehr viele neue Projekte auf YouTube stellen, bevor ich irgendwas
anderes stemmen kann, basically. Genau, Ragnar sagt, to be honest, an sich waren Conventions schon cool damals. Bin schon Jahre immer bei sowas gewesen, aber war auch eher bei kleineren. Also nicht die ganz großen, war schon cool damals mal, aber danach war ich auch meistens so kaputt. Ja, ich auch, also es ist halt, ich mag Conventions von der Idee auch sehr, aber ich mag nicht die großen überfüllten und ich bin danach halt einfach kaputt. Ich bin dann auch gar nicht physical kaputt, sondern socially kaputt. Ich fühle mich dann ausgelaugt. Ich will dann mich ausruhen, ich will chillen, ich will dann nicht da sitzen und die nächsten Sachen machen, sondern ich brauche dann meine Ruhe nach so einer Convention. Das Patamon-Shampoo, das es bei New Kids gab, ist halt immer so, Ragnar, ne? Brauchst du nicht unbedingt machen, Nyra. Ich find's cool, wenn der bei dir ist. Der heißt, dein Proxy-Mormon, wolltest du das nicht sogar Belias nennen oder so? Und, genau, Dokomi ist richtig. Genau, da muss man dazu sagen, Vanessa, ich bin auch ein sehr großer Fan von Mittelaltermärkten. Die kann ich auch empfehlen. Das ist ein tolles Feeling. Einfach so auf das Mittelalter-Spektakulum zum Beispiel. Gutes Mittelalterfest. Kann man empfehlen. Gundam und Digimon, dein Kryptonit. Wenn du das siehst, musst du einfach zuschlagen, ne? Musst du einfach kaufen. Genau, er heißt Belias, richtig? Dann soll er bei dir bleiben, dann sollst du ihn aufheben. So, dann gucken wir mal. Ich finde den Weg einfach nicht. Aber so grinden wir halt auch ein bisschen, ne? Ja, wir sind am Grinden und falls wir den Weg finden, bin ich zufrieden. Nehmen wir es doch einfach mal so. Und Rexter, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Rexter sagt, empfehl doch nicht das Spektakulum. Nachher werde ich noch belästigen. Naja, vielleicht wirst du ja nicht unbedingt erkannt. Mach's damit, gut zu wissen. Vielleicht sieht man sich ja mal. Ich bin immer auf dem Spektakulum. Aber nur, wenn es in meiner Nähe ist halt, ne? Ich liebe das Spektakulum. Bist du da auch regelmäßig oder wie kommst du jetzt dahin? Der Wind wird gerade extrem. Ich hoffe es. Mir ist so warm, ich könnte eine Abkühlung jetzt gut gebrauchen. Oh, wir haben den Weg gefunden. Wir haben den Weg gefunden, Leute. Wir haben den... Oh, let's go. Zorro hat auch mal den Weg gefunden. Genau, die Erinnerung an meinen Hamster, richtig? Oh, in Dänemark gibt es einer der größten in Europa. Interessant. Mittelaltermärkte, ne? Richtig. Aber Rexter, schön, dass du auch einschaltest, mein Freund. Rexter, weißt du, was du machen musst? Wir müssen jetzt zusammenarbeiten in nächster Zeit. Ich habe das jetzt entschieden. Wir müssen zusammenarbeiten und deine Digimon-Datenbank ausbauen, die ich jetzt gerade allen indirekt geleakt habe. Huch! Nein, aber du weißt, was ich meine. Die anderen wissen ja nicht genau, was gemeint ist, aber du weißt, was ich meine. Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Die Seite ist nicht gemeint. Ich sag nichts dazu. Wir müssen das machen. Ich muss dir die Bilder besorgen. Hast du von jedem Digimon ein PNG? Rexter, ich schneide dir auch gerne manuell aus, kein Problem, einfach so. Du hilfst mir auch, ich bin so froh, dass du mir das geschickt hast. Rexter, wenn du mir irgendwie noch das zweite Chapter schicken kannst, wenn du das irgendwie schaffst. Du hast alle Bilder, gut. Die Bilder sind sehr wichtig und vielleicht wäre ein Wasserzeichen darauf nicht so verkehrt. Ich weiß, was du meinst, Rexter. Aber ich habe gehört, dass du mir die ganzen Bilder... Ich habe gehört, dass du mir die ganzen Bilder zukommen lässt, bevor du das Wasserzeichen drauf machst. Du weißt, bei mir brauchst du kein Wasserzeichen machen. Ich werde die auch keinem anderen weiter schicken. Ich bräuchte mal ein PNG von jedem Digimon. Du willst einen Schneidestream? Und yo, Hype Train! Gleich kommt der Hype Train, Freunde. 100 Bits von Mihailo, Dankeschön. Genau, also das Ding ist... Und jetzt kann man rausfinden, wo du wohnst. Oh, okay. Aber ja, ich lese es extra nicht vor, Hopi. Ich habe es aber durchgelesen. Und Xanthos, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen verschenkten Sub. Dankeschön für deinen Support. Nee, genau. Also, wie gesagt, ich würde immer auf Rexers Seite verlinken. Genau, und genau, mach dir keinen Stress, Rexer. Du hast alle Zeit der Welt. Du hast alle Zeit der Welt. Aber was ich dir noch sagen wollte und... Yo, Noble Pumpkinmon, haut 5 Subs raus. 5 verschenkte Subs. Hype in den Chat. Hype in den Chat für Noble Pumpkinmon. Yo.
Richtig, Freunde, Mihailo haut nochmal 100 Bits raus. Jetzt geht der Hype Train los, oder? Jawohl, der Hype Train ist da, Freunde. Dankeschön für euren Support. Hype in den Chat für den Ehrenmann des Tages, Noble Pumpkinmon. Und natürlich auch Rexillion vorhin mit den 10 verschenkten Subs. Es läuft wieder gut, ne? Man muss schon mal sagen, wenn man sich die Goals anschaut, es läuft für den ersten Tag des Monats ziemlich gut, Freunde. Genau, was ich sagen wollte, Rexstar, was wir unbedingt auf der Seite brauchen ist, du musst diese ganzen Digitationsabzweigungen haben, die es auch auf Wikimon gibt. Wenn du die hast und dann noch so einen Baukasten, so einen Digimon-Baukasten, ey, dann ist es die beste Seite ever. Dann werde ich nie wieder eine andere Seite verlinken. So. Hype an die ganze Community, die immer so hart zusammenarbeitet. Echt? Du findest keinen Doromon für dein Vital Bracelet BE? Vielleicht ist das Problem. Ja, wem sagst du das, ne? Rex hört die ganze Zeit nur Arbeit. Es ist bei mir auch so, ne? Ich sage immer, das Video und das will ich machen, das. Und ich komme gar nicht dazu, alles so zu machen, in dem Ausmaß, wie ich es mir wünsche. Ja. Einfach auch, selbst wenn ich wollte, egal, so viele Stunden hat der Tag gar nicht, was ich alles machen möchte. Es gibt einen Digimon-Baukasten, wo ihr euren eigenen Digimon-Partner zusammenbauen könnt. Also immer in verschiedenen Digitationsstufen. Den hat der Furu gemacht. Den gibt's unter meinem Video. Ich habe ein Video gemacht, Digimon-Baukasten. Und in den Kommentaren habe ich den Baukasten verlinkt. So. Zeit ist Geld, oder sagst du, Belias? Ja, ich muss dazu sagen, dadurch, dass ihr mich unterstützt, kann ich das Ganze hier machen. Und übrigens, Dankeschön, Gobi. Ich trinke mal was. So sieht's aus. Und ja. Und Tyranita! Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen verschenkten Sub. Dankeschön für deinen Support, Tyranita. Weiß ich sehr zu schätzen. Genau, Barkerfist. Hast du mir tatsächlich mal erzählt. Und yo, Tyranita haut noch einen Sub raus. Ehre geht raus an dich. Ey, wir haben schon fast ein Viertel. Also nicht ein Viertel, aber ein Achtel haben wir fast geschafft vom Goal. Das ist ja schon mal richtig krass. Freunde, wir haben heute viel erreicht als Community. Und Dankeschön für den Nintrinity. Wird wahrscheinlich der Baukasten sein, ne? Nur jetzt gerade verlinkt das. Ui, da ist ein großes Fell. Oh, eine Barbamon. Bandai hat deinen Volcanomon einfach geklaut. Überleg mal, ne? Hattest du früher ein ähnliches Design oder nur vom Namen? Was für ein Baukasten? Ich habe auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein Video gemacht, wie ihr euren eigenen Digimon-Partner zusammen basteln könnt. Im Prinzip, ihr wählt ein Rookie aus, das es gibt, und dann könnt ihr eine Abzweigung zu einem Champion aussuchen, zu einem Ultra und so weiter. Und ich habe dieses Video gemacht, um euch zu zeigen, wie ihr an die Informationen kommt. Jemand hat diese Informationen genutzt und einen richtigen Baukasten gebaut. Also eine Webseite, wo man die nur auswählen muss. Damit muss man sich nicht mal auskennen. Das ist jetzt neu. Das war zum Erscheinen des Videos, war dieser Baukasten noch nicht da. Das habe ich jetzt neu verlinkt. Das ist wirklich empfehlenswert, den mal anzuschauen. Das ist ein Baukasten, wo ihr zum Beispiel euer Rookie auswählt und dann könnt ihr die anderen Digitationsstufen einfach auswählen, ohne jetzt auf Wikimon rumsuchen zu müssen. Ey, Speedfighter macht es. Das klingt cool als Vorschlag für einen Digimon-Partner. Und Mihailo, Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön für deinen Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Oh, Gigimon ist auch am Start. Okay, sie sind noch in Unterwäsche oder was? Wir wollen nur mit euch reden, ihr beiden, sagt er. Wir können dir nichts geben. Hau ab. Du kriegst keine 3,50. Ist halt echt so, Tomaru. Wie heißt das Video? Es wurde gerade verlinkt, glaube ich, von Trinity. Schau mal im Chat, es wurde verlinkt. Das Video heißt Digimon Baukasten. Digimon Partner Baukasten. Allerdings, Ragnar, ne? Jetzt müssen wir gegen die beiden kämpfen, tatsächlich. Oder nur gegen Barbamon. Wir müssen gegen Barbamon kämpfen, gegen die Frau.
Nee, da ist auch Gigimon. Erst bringen wir die alte um. Spaß. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn da so für Moves? Vulcan Hammer. Gucken, wie viel das abzieht. Das hat ordentlich reingezimmert. Das muss man schon mal sagen. Jetzt haben wir noch. Wir haben noch Lightning Javelin. Mal gucken, ob es trifft oder ob wieder Going Wild kommt. Nee, trifft. Galantmon oder Megidramon, die sind beide extrem gut. Ich liebe Galantmon. Aber ich finde Megidramon noch besser. Und yo, Hype-Clan abgeschlossen. Jetzt mit Rosen Rapier, wie auch immer, auf Gigimon. Dankeschön für euren Support. Dankeschön, dass ihr immer am Start seid. So, die Alte umbringen und mit Gigimon ein Bierchen trinken. Nein, Spaß. Vulcanhammer, let's go. Ah, komm schon, komm schon. Rose Rapier. Wir brauchen mal ein Digimon-Spiel mit Pokémon-Dungeon-Fragen für unseren Partner. Ey, das wäre echt cool. Die alte Mann, gut, dass diese Bezeichnung früher nicht so abwertend gemeint war. Ich glaube, es gibt Menschen, die das wirklich ernst meinen, die so versuchen, irgendwie Frauen oder ähnliches abzuwerten. Aber ihr dürft es bei mir nie falsch verstehen, wenn ich das sage, ne? Weil ich sag das halt so, ich sag das so ein bisschen mit Ironie, weil es Menschen gibt, die das ernsthaft sagen. Ich würde nie ernsthaft zu einer Frau oder zu sonst wem Alte sagen, die Alte oder so. Würde ich nie ernst gemeint sagen. Für mich ist es so eine Art Satire, dass ich es sage, weil es Menschen gibt, die das sagen und es ridiculous ist. Es ist unglaublich crazy, dass es echte Menschen gibt, die sowas benutzen. Die sowas. Stellt euch mal vor, ein Mann sagt, kennt ihr diese Boomer-Memes? Kennt ihr diese Boomer-Memes, die vor uns Millennials kamen, also vor den 30ern, diese von den älteren Leuten, wenn die so sagen, ich habe zu Hause einen Hausdrachen, meine Frau ist so ein Hausdrache. Und du denkst dir einfach so, okay, und warum bist du dann mit ihr verheiratet? Wenn deine Frau anscheinend so scheiße ist. Es ist halt nicht witzig einfach. Es ist einfach nicht witzig. Es sind einfach so Boomer-Memes, wo du dir so denkst, okay, also du bist einfach, warum bist du da mit deiner Frau verheiratet? Das ergibt einfach keinen Sinn. So, wenn sie angeblich so ein schrecklicher Mensch ist, dass sie ein Drache ist, dann, ich check das nicht. Das ist halt nicht witzig, solche Witze. Genau, könntest du Digimon Bolero gleich ab... Nee, kann ich tatsächlich nicht, Nyra. Weißt du warum? Würde ich gerne abspielen. Wirklich gerne. Ich kann aber nichts aus dem Anime abspielen und nichts, was zum Anime gehört oder wo eine Gesangsstimme dabei ist. Und ich weiß, welches du meinst. Es ist ein Lied, das im Hintergrund gespielt wird und ich kann es nicht abspielen, weil darauf Copyrights sind und ich sonst halt nicht das Video monetarisieren kann. Ich krieg sonst Ärger, einfach Copyright Strikes und so. Aburo ist einfach so, das würde ich niemals zu meiner Mutter sagen, definitiv nicht. Dosenbrot. Billy, Meinung zu Dosenbrot? Weiß ich nicht, habe ich nie gegessen. Ist was zu essen? Würde ich niemals essen. Würde ich niemals essen, klingt schrecklich. Genau, ich wollte nur Bescheid sagen, kann ich leider nicht machen, solche Lieder abspielen, sonst würde ich es längst machen. Ja, Barkerfist, das war damals wahrscheinlich normal und relatable, aber was war das für eine schreckliche Zeit, dass du mit einem Menschen zusammen warst, den du als Drache empfunden hast? Also, da tut mir die Frau noch mehr leid, weil du hast diese Frau geheiratet, das hättest du ja nicht machen müssen. Ja, das kann sein, Vanessa, bei sehr vielen Menschen ist eine Partnerschaft mehr eine Zwecksgemeinschaft früher auch gewesen, besonders früher, denke ich, bei der älteren Generation. Aber das sollte es nicht sein und man sollte sich als Pärchen immer ganz genau absprechen. So, ich sag jetzt mal was raus, ich sag mal was, was eigentlich normal sein sollte, was für viele Leute bestimmt jetzt ein Mindfuck ist. Wenn beide arbeiten gehen, wenn die Frau und der Mann arbeiten geht, dann sollten auch beide sich gleichermaßen am Haushalt beteiligen. Und zwar 50-50, weil beide arbeiten gehen. Es ist halt, hoffentlich ist das normal. Das sollte so sein. Wenn zum Beispiel nur der Mann arbeiten geht und die Frau als Hausfrau zu Hause bleibt, was ja auch manchmal der Fall ist, natürlich macht die Frau dann den Haushalt, weil der Mann quasi die Arbeit auf sich nimmt und die Frau deswegen zu Hause bleibt, damit sie den Haushalt machen kann.
Aber wenn beide arbeiten gehen, dann haben sich auch beide am Haushalt zu beteiligen. Ich kenne aber auch niemanden, bei dem es nicht so ist. Genau, es ist halt einfach true. Was wäre mit dem Zusammenschnitt der Digimon Tri-Orchestral-Version? Ich glaube, das kann ich nicht machen. Ich will es nicht riskieren. Ich meide alles, was Musik aus dem Anime ist. In Videos sowie überall. Ich meide es. Ich finde die Musik geil, aber ich kann es nicht benutzen, weil ich habe keine Lust, dass es demonetarisiert wird und ich es 40 Mal schneiden muss, bis ich zu einem Punkt komme, wo die es okay finden. Hatte mal eine Diskussion mit einem Ex-Partner, der das nicht einsehen wollte. Ja, aber das ist halt einfach logisch. Also ganz wichtig ist, beide Menschen in der Partnerschaft. Ich wollte jetzt nicht nur sagen, der Mann und die Frau. Es gibt ja auch Partnerschaften, wo es zwei Männer sind oder zwei Frauen. Die sind ja vollkommen in Ordnung. Und beide Partner sollten, wenn beide arbeiten gehen, auch beide sich 50-50 im Haushalt beteiligen. Das ist halt einfach so. Ist das so oder so nicht normal? Es ist auch normal, Mihailo. Ich habe es noch nie anders gemacht. Und ich habe noch nie jemanden gekannt, der das anders macht. Also ich kannte niemals jemanden, der es anders macht. Und Paddy, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Alles andere wäre toxisch. Das ist halt klar, weil wenn du sagst, du bist halt die Frau, deswegen musst du den Haushalt machen. Ich habe es auch noch nie jemanden erlebt, der das gesagt hat. In meiner Generation oder jünger. Gut, das ist bei mir halt überhaupt nicht so. Also ich kenne auch niemanden in die Art. Ja, in einer gesunden Beziehung unterstützt man sich gegenseitig. Absolut so. Ja, Speedfighter, das mag sein. Aber ich muss dazu sagen, dann muss auch der andere Part trotzdem arbeiten gehen. Oder zumindest irgendwie Geld einbringen. Weil, sorry, aber man kann nicht sagen, ich bleibe zu Hause, mache den Haushalt, aber du kommst von der Arbeit, nachdem du 8 Stunden gearbeitet hast oder 10 Stunden gearbeitet hast und hilfst mir dann beim Haushalt. Klar, mal helfen, wenn man gerade zufällig da ist. Und man sollte natürlich nicht einfach alles liegen lassen wie so ein Asozialer oder so, ne? Das sollte man natürlich nicht machen. Man sollte halt das so zurücklassen, dass gar nicht so viel Arbeit ist. Aber ich finde, es kommt schon drauf an, wenn beide arbeiten, ja. Aber ja. Es gibt halt schon das System, wo zum Beispiel bei manchen ein Partner zu Hause bleibt, der andere geht arbeiten und finanziert ja da den anderen mit. Und in so einem Fall macht der andere dann natürlich den Haushalt. Gemeinsames Kochen macht auch mehr Spaß. Das stimmt allerdings sehr. Mhm, ja. Und das kann man ja dann auch trotzdem machen, wenn man das möchte. Wichtig ist, das ist das Allerwichtigste in einer Partnerschaft. Wenn zwei Menschen eine Partnerschaft eingehen, dann müssen sie sich absprechen, wie sie das gerne hätten. Das heißt, wer wie viel Haushalt macht, wer dies macht, wer arbeiten geht und so weiter und so fort. Die Partner müssen das miteinander absprechen und müssen beide einig sein. Wenn einer von beiden da nicht einverstanden ist, was der andere von einem verlangt, ab dem Punkt wird es toxisch. Ja, sowas gibt's auch mit Doka, bestimmt. Es gibt's halt in beide Richtungen einfach, ja. Also Pagumon hat mal dort in diesem Gebiet gelebt, nebenbei erwähnt. Okay. Soweit, so gut. Dann haben wir das ja schon mal geschafft. Er war mal ein Antylamon, das ist richtig. Und hat mal die digitale Welt beschützt. Chimeramon hat ihn besiegt und er ist von Black Agumon zu Dark Tyrannomon digitiert, weil er keinen guten Tamer finden konnte. Genau, er möchte gerne wieder ein Antylamon sein, weil das sein wahres Ich ist und wir helfen ihm jetzt dabei. Ja, wie gesagt, also ich mag es zum Beispiel auch gemeinsam mit meiner Partnerin, mit meiner Freundin zu kochen. Das macht uns sehr viel Spaß.
Sie kocht aber auch um einiges besser als ich. Und sie kocht auch gerne mal für mich. Aber das ist halt immer mal so. Wichtig ist, dass beide Partner sich dabei wohlfühlen und dass es für beide in Ordnung ist. Das ist super wichtig. Ja. Definitiv, Medoka. Also, ich sag's dir, wie es ist. Dieses Geben und Nehmen ist ultra wichtig. So, Pagumon baut auf uns und wir werden ihm helfen, zu einem Antylamon zu werden. So, das haben wir dann hinter uns gebracht. Ich check mal kurz die Digifarm. Und Paddy Show, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei uns in der Community. Genau, richtig, Paddy. Also ihr könnt das ja untereinander absprechen. Beide müssen sich dabei wohlfühlen. Das ist halt unglaublich wichtig. Möglich, Tomaro? Genau, es muss nicht genau 50-50 sein, aber es ist halt anstrebenswert und man kann es untereinander einfach abklären. Also sobald, also man muss es halt mit dem Partner kommunizieren. Und beide müssen einfach mit der Aufteilung halt einverstanden sein. Das ist doch ganz klar. Okay, Hopi. Hopi sagt gerade, ich koche auch sehr viel allein. Aber manchmal nervt es, weil dann die Frage kommt, warum machst du dir das? Hast du es verdient, jetzt sowas zu essen? Wow, das ist brutal. Ernsthaft? Wer sagt das zu dir? Deine Eltern oder dein Partner oder so? Wow, das ist richtig brutal. Das sollte niemals jemand zu dir sagen. Also wichtig ist, guck mal, wenn sagen wir mal, du isst jetzt etwas, das nicht gesund für dich ist und du isst es sehr, sehr häufig und ich merke gesundheitliche Einschränkungen bei dir, dann werde ich irgendwann sagen zu dir natürlich, du solltest ein bisschen auf deine Gesundheit achten, damit du noch uns lange erhalten bleibst. Vielleicht sollten wir hier und da gucken. Das ist was Normales, was man vielleicht freundlich formuliert sagen kann. Aber was man nicht sagen kann, ist, du hast dir das jetzt nicht verdient. Ach, du sagst es dir selber. Okay, ich dachte schon. Ich habe Angst gehabt, dass andere Leute dir das halt sagen, ne? Du hast dir das... Natürlich hast du dir das verdient. Du kannst essen, was immer du möchtest. Oder einen Beli-Döner. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf, auf so einen Döner. Genau, die vier Säulen müssen halt passen. Erzähl mal ein bisschen was drüber, Tomaro. Das würde mich interessieren. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Es gibt immer einen aktiven oder eine aktivere und eine passivere Person. Da bin ich mal gespannt. Belohnt euch selbst im Alltag, definitiv. Ruben sagt, Belias, hast du vielleicht einen Bruder, der genauso ist wie du? Der wäre perfekt. Ich achte so null auf meine Gesundheit. Ich brauche so einen Partner. Ich sag dir, wie es ist. So ein Mensch ist unglaublich wichtig, den du an deiner Seite hast, der auf jeden Fall ein bisschen auf dich achtet, aber auf die positive Art. Ich möchte niemanden in den Dreck ziehen, aber ich habe auch in meiner Vergangenheit schon Menschen gehabt, in Partnerschaften, die ich hatte, die einem, wenn man gesagt hat, ich möchte mir was gönnen, dann beim Einkauf mega übertrieben haben, sodass zu viel da war und wir dann viel zu viel gegessen haben, oder auch im Umkehrschluss, wenn ich mir dann was gönnen wollte oder wenn ich zu viel zugenommen habe, es auf eine sehr negative Art gesagt hat, so zumindest, wenn du halt nicht abnimmst, wie soll ich dann mit dir zusammen sein? So von wegen, das ist halt nicht schön. Okay, das persönlich finde ich sehr oberflächlich, die Art und Weise, das zu erklären. Denn es sollte nicht spezifisch um die, also, um das Aussehen gehen oder über das, um das Gewicht an sich, sondern es sollte wirklich darum gehen, dass der Mensch gesund ist. Und dann muss man das, dann muss man das auch freundlich formulieren, finde ich. Ein Kochstream für mich. Vielleicht irgendwann, ey, aber nur wenn man nur meine Hände sieht. Die sehen aber auch schrecklich aus, meine Hände. Ich habe immer an einer Stelle bei meiner Handfläche so eine richtig trockene Stelle. Das sieht voll ekelhaft aus. Ich mag das nicht. Ich bin unglaublich hygienisch und sauber, aber ich habe immer eine trockene Stelle an der Hand. So, wer ist eigentlich, genau, Nyra fragt gerade eine interessante Frage. Wer ist eigentlich wirklich stärker? Tamer aus, warte mal. Wer ist eigentlich wirklich stärker, Tamer auszusuchen? Yggdrasil oder die Homeostasis? Homeostasis ist dafür zuständig, ne? Homeostasis ist das System, das sich Tamer ausgesucht hat oder Kinder ausgesucht hat, in dem Fall Digi-Ritter,
um quasi, ja, bestimmte Dinge in der Digi-Welt wieder ins Gleichgewicht zurückzubringen. Yggdrasil ist ein Feind von dieser Thematik. Yggdrasil möchte nicht, dass es Kinder gibt, die mit Digimon gemeinsam als Partner agieren. Tut es, schuppt es? Schuppen tut es nicht so richtig. So ein bisschen. Aber es juckt ein bisschen, ja. Also es juckt manchmal mehr, manchmal weniger. Im Moment juckt es weniger. Es könnte Neurodermitis sein, ja. Ich war schon mal zu so einem Test und dabei ist nichts rausgekommen. Und ja, Respekt, Vertrauen, Kommunikation und der Bereitschaft zum Zusammensein. Und das klingt gut zu wissen, Tomaru. Das sind da wirklich, ja, das sind die wichtigsten Aspekte, würde ich sagen. Spannend ist. Ja, wenn ich die Hand ausstrecke so, ne? Also wenn ich so zusammen mache die Hand und wieder ausstrecke so, die Finger voneinander wegstrecke, dann spannt es schon sehr, ja. Genau, ja, Rexa, genau, meine Hände, genau, meine Hände sehen aus wie deine, Rexa, ne? Ich habe ja mal deine Hände gesehen. Die sehen aus wie deine, ja? Psoriosis heißt das. Ich müsste mal googeln, ja? Genau, aber Hopi, ich kenne das, bei mir ist es auch so, manchmal muss man sich aber was gönnen. Schuppenflechte, könnte sein, ja. Und ja, nee, ich habe mal Rexas Hand gesehen, ich weiß gar nicht mehr bei was. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Die Homöostase, die Kinder aus. Welche Kriterien sollten erfüllt sein? Bestimmte starke Emotionen, Empathie und bestimmte starke Eigenschaften, die in diesem Kind, in quasi in dem Code des Kindes vorhanden sind, wenn man so möchte. Ne? Und es nimmt dann dieses Kind, es wählt dieses Kind aus und connectet es einfach mit einem Digi-Ei, das dann mit den Informationen des Kindes künstlich editiert wird. Man muss aber dazu sagen, die Digi-Ritter aus Digimon Adventure wurden ausgewählt, weil sie alle nur einfach an diesem Ort waren und es gab keinen größeren Grund. Die waren alle an diesem Ort, als Greymon gegen Parrotmon gekämpft hat im Digimon-Film, falls ihr euch erinnert, ne? Und da gab es keinen tiefgründigeren Grund. Es waren einfach 8 Kinder, die diesen Kampf mit gesehen haben, quasi. Genau. TK und Patamon wird wütend und zack, ist Dämon am Start. Ist eine dunkle Digitation, die möglich ist. Genau, Rexa habe ich auch, dich habe ich auch schon mal gesehen, Rexa, ich erinnere mich. Auch vor der Cam habe ich dich schon mal gesehen. Aber du mich nicht! Doch, du hast mich, doch Rexa, du hast mich mal actually gesehen, glaube ich. Ich glaube, du hast mich mal gesehen. Aber nicht vor der Cam. So, die Digi-Ritter von Maskantje ist einfach so, ich auch. So, mal gucken. So, but for now it's too dangerous to go alone. Ein Data-Core-Crystal wurde erschaffen und es beeinflusst die Digitation der Digimon. Genau, du, wahrscheinlich nicht, wie ich jetzt aussehe, weil ich sehr viel anders aussehe als damals, aber ja. Welcher der Digi-Ritter mit dem Partner aus allen Serien wäre der stärkste bzw. der schwächste? Interessant, welcher der Digi-Ritter mit den Partnern aus allen Serien? Ich würde fast sagen Gammamon, also hier, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der mit Gammamon, also der aus Ghost Game, müsste eigentlich der stärkste sein. Könnte möglich sein, Nyra, aber hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Eventuell weniger Fleisch? Boah, interessant, weil Fleisch ist so mein Favorite Food. Ja, schwächste ist Jen, kann, würde ich so auch sagen, ja. Wenn Susanumon als Partner zählt, dann auf jeden Fall Susanumon. Da bleibt auch gar keine andere Option mehr übrig, weil Susanumon ist tatsächlich das stärkste Digimon. Glaube ich dir, Rexa. Also ich war schon schockiert, dass du es irgendwie hingekriegt hast überhaupt beim ersten Chapter. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an für den hier. Da wird ein Data Crystal aktiviert in Chrome Mine. Und Paromon kommt mit uns mit.
So, Miklas sagt, nur eine Idee. Ist das Dragomon vom Meer der Dunkelheit dahin gelangt, weil es ein Versuchskaninchen von Jotismon war? Nee, pass mal auf. Da kann ich dazu sagen, Miklas kann nicht sein, weil Dragomon ist unglaublich viel mächtiger als Jotismon. Dragomon vom Meer der Dunkelheit ist sehr, 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 sehr mächtig. Man kann davon ausgehen, dass es stärker ist als die meisten Mega-Level-Digimon. Genau, also das spezifische Dragomon. Und das, ich denke, es ist nicht von der Digi-Welt dorthin gelangt. Ich denke, es ist im Meer der Dunkelheit entstanden. Es könnte sogar sein, dass alle Digimon im Meer der Dunkelheit entstanden sind und dann in die Digi-Welt übergegangen sind. Du musst dir unbedingt mal mein Meer der Dunkelheit-Video anschauen, wo ich erkläre, dass es dann noch den tiefsten Layer der Digi-Welt gibt. Da gibt es, oder da ist nicht mal mehr die Digi-Welt, sondern es ist wirklich die, es ist dieser Prozess, der sozusagen Gott ist in Digimon Adventure. Und zwar ist das das Quantenmeer. Das Quantenmeer ist crazy bei Digimon Adventure. Genau, Dragomon ist, ja, genau, so sieht's aus. Es ist von H.P. Lovecrafts Geschichte natürlich, ne? Definitiv, Ruben. Und das Ding ist halt, ich wünschte, sie hätten... Weißt du, sie haben ja Filme gemacht. Digimon Try. Wieso ging's nicht um Dämon? Ich verstehe nicht, warum es nicht um Dämon ging. Sie hätten tatsächlich die ganze Lore der Demon Lords einbauen können und sagen können, dass das der echte Dämon ist. Die reale Form, die im Kokaitis ist. Falls euch mal interessiert, wo sind die echten Demon Lords und welchen Ort, also an welchem Ort haben die ihre Festung und was geht da ab und wie sieht die aus? Dann könnt ihr im Prinzip euch, mein neues Video angucken, Kokaitis, beziehungsweise die Basis der Demon Lords. Lohnt sich wirklich. Ist der Dark Ocean das Deep Web? Im Prinzip ja, definitiv. Also du musst dir so vorstellen, zuerst, als allererstes existierte das Quantenmeer. Das Quantenmeer ist ein Ort, der separat von allem anderen ist. Dann ist irgendwann die Menschenwelt entstanden. Wir wissen nicht, ob durch das Quantenmeer oder nicht, aber die Menschenwelt ist entstanden. In Digimon Adventure übrigens nur. Das ist nicht bezogen auf die anderen Realitäten. Dann ist das Meer der Dunkelheit entstanden. Und das Meer der Dunkelheit ist ein... Wobei, das Meer der Dunkelheit ist nicht mal als erstes entstanden. Ich glaube, dann ist die Digi-Welt entstanden, weil die Menschen angefangen haben, Computertechnologie zu entwickeln. Und das Quantenmeer hat als Balance die Digi-Welt erschaffen in Digimon Adventure. Das ist tatsächlich in Digimon Adventure so. Und dann wurde als Zwischenstück zwischen dem Quantenmeer und der Digi-Welt, damit da ein Übergang entstehen kann, wurde das Meer der Dunkelheit genau als Schnittstelle quasi erschaffen. Vom Quantenmeer. Und das bedeutet, ja, das Meer der Dunkelheit aus Digimon Adventure ist nicht die Digi-Welt, sondern ein Übergang, der langsam zum Ursprung führt, der Digimon erschaffen hat. Zum Quantenmeer. Also was auch immer das Quantenmeer ist und was auch immer da abgeht, ist der Grund, warum die Digimon in Digimon Adventure existieren. So. Gummi, wegen dem Gummihammer am Schweif. Gamdramon, ja, ich glaube, das wird der Grund sein, wegen dem Gummihammer am Schweif. Könnte sein. Genau, finde ich extrem schade, Steven, weil das hätte doch alles mit Dragomon und Dämon, warum hat man das nicht als Story für Digimon Try genutzt? Warum hat man das nicht genutzt? Es wäre so viel cooler gewesen als alles um Makomon und einen neuen Tamer und so viel Slice of Life Bullshit und so. Ich hätte es viel cooler gefunden. Sag ich euch ganz ehrlich. So. Soweit gut. Wir können, glaube ich, sogar schon zum nächsten Ort. Menschen kennen. Warte mal, wo müssen wir Chrome meinen, ne? Das menschliche Gehirn ist doch ein biologischer Computer. Daher könnten Digimon und Menschen sich gegenseitig beeinflussen, oder? Definitiv, ja. Die hauen sicher noch Digimon 4 raus. Ey. Wer weiß, ob das jemals kommt, aber bitte dann bitte mehr übers Quantenmeer. Mehr über Dämon und mehr über Dragomon, weil das sind die interessanten Fakten. Und ich weiß, sie haben vielleicht Angst, damit zu düster zu werden, aber hey, wir sind alle erwachsen, bitte, mittlerweile, bitte. Warum sieht der Herrscher vom Meer der Dunkelheit wie Cthulhu aus? Gibt es da irgendwie eine Erklärung? Dragomon ist ein Digimon, das quasi im Quantenmeer entstanden ist, glaube ich, und
dann in das Meer der Dunkelheit übergegangen ist. Und er ist dort auf jeden Fall, erfüllt er eine ähnliche Funktion wie Cthulhu. Er kann auf jeden Fall Gedanken kontrollieren und Dinge manipulieren, Illusionen erschaffen. Und er kann, also weil das Meer der Dunkelheit ist wahrscheinlich sogar eine sinnbildliche Erschaffung von Dragomon. Davon kann man ausgehen. Das ist meine Spekulierung, deswegen ist es nicht im Lore-Video. Und das Ding ist, er ist natürlich, er ist auf jeden Fall von Cthulhu inspiriert. Ne? Das heißt, Dragomon ist einfach Cthulhu inspiriert und dient halt als eine so eine unbekannte Macht, die da quasi im Meer der Dunkelheit existiert und sich ernährt von den negativen Emotionen der Menschen und Digimon. Die Zielgruppe von Digimon ist tatsächlich, das haben die mittlerweile gesagt, die Zielgruppe von Digimon ist mittlerweile ausgelegt auf junge Erwachsene und auf Teenager. Junge Erwachsene und Teenager. Und yo, Rexillian! Alter Rexillian! 50 Euro Spende, hau da raus! Was? Bist du crazy, Rexillian? 50 Euro Spende für den Urlaubstrip ans Meer der Dunkelheit, mein Freund. Rexillian, auf dich ist immer Verlass. Hype in den Chat für Rexillian, Party für Rexillian, ganz ehrlich. 50 Euro Spende. Ich find's gerade richtig angenehm, mit euch über Digimon-Lore zu reden. Wenn ich das hier mache, dann wisst ihr, worauf ich Bock habe dann manchmal? Dass wir Digi-Dienstags eine Show machen, wo wir einfach auf Dinge reagieren, Dinge anschauen und dann vielleicht ein bisschen recherchieren und Sachen angucken, durchlesen über Digimon und immer ein Thema vornehmen. Ich hätte so Bock drauf. Ab zum Schwarzen Meer. Es geht ab zum Schwarzen Meer. 50 Euro Spende. Dankeschön. Dankeschön. Speedfighter sagt ein bisschen, Lore wäre auch noch toll über die Kinder, die vor Adventure da waren. Die ersten Digi-Ritter. Dazu muss man auch sagen, zu den Meistern der Dunkelheit und zu den ersten Digi-Rittern und zu Genai habe ich jeweils schon eigene Digimon-Lore-Videos gemacht. Freunde, wenn ihr euch sagt, ich habe gar keine Übersicht mehr über deine Lore-Videos. Es gibt so viele und ich weiß gar nicht, ob ich alles gesehen habe. Wisst ihr, wo ihr gucken könnt? Und das lohnt sich wirklich. Das lohnt sich wirklich, wirklich. Das habe ich letztens gemacht. Und da habe ich mir sehr viel Zeit für genommen. Schaut mal auf meinen Community-Discord-Server. Da könnt ihr kostenlos drauf. Ihr müsst nicht mal mitschreiben oder so. Das hier ist der Discord-Server. Guckt da mal drauf. Scrollt mal runter bei den Channels. Da gibt es besondere Channels. Und zwar habe ich jetzt da einen Bereich gemacht, der heißt Videodatenbank. Da sind alle meine Videos sortiert in verschiedene Kategorien. Ich will das doch noch besser sortieren. Aber das ist erstmal, wie ich es bisher sortiert habe. Wenn man dann hier auf Digimon-Lore klickt und hochscrollt, dann seht ihr die Kategorie Digimon-Lore. Komplette Datenbank aller meiner Lore-Videos. Da hätten wir einmal die Digimon-Lore-Hauptreihe als die Playlist. Also alle vier. Ich habe vier Playlists mittlerweile. Ich habe die Haupt-Lore-Reihe, die Digitationswege, die Digimon-Themen, die erklärt wurden, und die Digimon-Spezies-Videos. Das sind meine vier Lore-Playlists. Dann könnt ihr runterscrollen. Jetzt seht ihr hier Digimon-Lore-Gruppierungen. Alle Gruppierungen, die es gibt, die wir bis jetzt behandelt haben. Ich glaube, es fehlt uns nur eine einzige Gruppierung oder so. Und das Lore-Video dazu. Dann sehen wir als Kategorie Digimon-Lore, Götter und Engel-Digimon. Da habe ich vier Videos zu. Ich habe Götter der Digi-Welt, Digimon-Götter, Engel-Digimon-Hierarchie, gefallene Engel-Digimon, ne? Und Limen, mein Freund, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Mihailo sagt, warst du da? Wo war ich? Ich überlege gerade, um was es geht. 3 Liter heute getrunken. Sehr, sehr nice. Und es freut mich, dass du Zeit für Digimon hast. Wir haben leider nicht mehr so viel Stream, Limen. Du kommst etwas spät. Leider. Scheiße, Mann. Nur noch 15 Minuten, dann ist der Stream rum. Wir haben schon 3 Stunden gestreamt. Der nächste Stream, Limen, ist am Freitag von 15 bis 18 Uhr. Das oder, warte mal, warst du das? Das oder Liam, wo was zur Unterwelt gemacht hat. Genau, pass auf. Liam hat ein Video mal ganz früher gemacht zur Digimon-Hölle. Er hat das Video so genannt. Zur dunklen Zone. Und ich habe jetzt auch ein Video gemacht zur Unterwelt. Und zwar noch ein bisschen ausführlicher, weil jetzt mehr Informationen bekannt sind. Liams Video lohnt sich trotzdem noch, das anzuschauen. Und ich poste dir das mal. Ich habe jetzt so eine geile Übersicht. Ich liebe diese Übersicht, ne? Ich feiere die sehr. Wir haben hier Kokaitis und die dunkle Zone. Mehr Informationen, also wir haben mittlerweile neue Informationen und da ist es am Start. Schaut euch das mal an.
Ich habe das Video mal reingepostet. Schaut euch das nach dem Stream mal an. Kokaitis und die dunkle Zone. In diesem Video, das ist mein aktuellstes Video, erkläre ich euch nicht nur alles, was in der dunklen Zone abgeht, was wir wissen, sondern auch, was der Kokaitis ist. Der Kokaitis ist ein Ort, der alle Digimon-Multiversums-Realitäten verbindet. Und ich erkläre alles, was wir zum Kokaitis wissen. Ich erkläre auch, wer in der dunklen Zone herrscht, welche Funktionen sie dort haben, verschiedene Digimon, welche geisteskranken Kreaturen in der dunklen Zone stecken, die wir noch gar nicht wirklich, also die wirklich mächtiger sind noch als die sieben Dämonenkönige sogar. Also da sind auch mächtige dunkle Wesen in der dunklen Zone, die mächtiger sind als die sieben Dämonenkönige tatsächlich. Und ich zeige euch auch in diesem Video die Basis der sieben Dämonenkönige und wo die echten sieben Dämonenkönige sind. Und ich erkläre alles dazu. Alles, was wir dazu wissen. Es lohnt sich unbedingt reinzuschauen. Genau, also Freitag 15 bis 18 Uhr. Nein, jetzt werde ich schon wieder mit Liam verwechselt. Nein, aber Liam, bist du noch da? Ich glaube, Liam ist schon gegangen, oder? Das wissen wir nicht, Nyra. Das ist ein Geheimnis. Wir wissen nie, wie Dragomon oder Dagomon zum Herrscher des Meeres der Dunkelheit geworden ist. Genau, Liam streamt selber gerade. Bei dem bleibt noch ein bisschen da, bleibt noch bis Ende des Streams. Wir raiden gleich bei Liam rein. Ich hätte schon wieder mit Liam verwechselt. Ich glaub's nicht. So, welcher Dämonenkönig ist dein Lieb... Ich wollte gerade sagen, ihr sollt mal lieber Liam mit mir verwechseln. Ich bin Mr. Digimon. Nein, Spaß. Alles gut, war nur Spaß. Liam macht guten Content und ich liebe Liams Content. So. Genau. Liam, genau, wieder Liam, genau. Welcher Dämonenkönig ist dein Lieblingskönig? Bei mir ist es Dämon. Ich glaube, mein Lieblingsdämonenkönig ist wahrscheinlich, ich glaube, Belfemon, würde ich sagen. Alles gut, Noble Pumpkinmon. Da merkt man schon, wo ihr normalerweise abhängt. Ich glaube es nicht. Wird wohl Zeit, dass ich wieder mehr Digimon-Content mache. Am Freitag gibt es wieder einen Digimon-Stream. Am Samstag einen Abendstream. 19 bis 22 Uhr Digimon-Action für euch. Diese Woche noch zwei Digimon-Streams. Ja? Genau, wenn wir mehr über die Engel-Digimon erfahren würden, das... Genau, wir haben schon viele Infos über die Engel-Digimon. Mehr als du denkst. Ich habe auch, guck... Ich habe hier mal, wie gesagt, guckt euch auf dem Discord die Liste an. Ich habe es richtig geil sortiert. Und wenn ihr da zum Beispiel schaut... ich habe hier auch die ersten Digi-Ritter. Sehr viel Information darüber. Leviamon fahre ich auch sehr. Genai haben wir hier am Start. Du bist auf einer K-Pop-Party. Viel Spaß dabei, Tyranitar. So, dann haben wir hier Engel-Digimon-Hierarchie. Mehr an Infos, als du denkst. Ich poste euch mal das Video. Ich bin mal so frei. Ist eine interessante Theorie, Miklash. Ist nie bestätigt worden, aber er muss in irgendeiner Art und Weise irgendwie größer und mächtiger sein als die normalen Dragomon. Nehme ich so an. Liam, aber wisst ihr, wie ich das immer einteile? Ich befasse mich mehr mit der Lore und mit der Welt außerhalb des Animes und Liam befasst sich mehr mit dem Anime. Und Liam macht es auch auf eine sehr phänomenale Art. Liam hat seine ganz eigene Art. Genau, Liam ist Anime und ich bin mehr Games und Lore. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin so Games und Lore und Liam ist so ein bisschen Games und Anime. Wisst ihr, wie ich meine? Gibt es auch andere Götter-Digimon-Lore? Weißt du, bei Götter-Digimon, da haben wir einmal, wir haben zwei Videos. Wir haben hier, schaut wirklich, kommt mal auf den Discord bei Digimon-Lore. Ich habe da auch die Digitationswege aufgelistet, alles Mögliche, ne? Aber bei Digimon-Lore, alles schön sortiert. Und klickt mal bei, ich habe hier eine ganze Kategorie für Götter, ne? Wir haben Götter der Digi-Welt, das sind die an sich, die Götter. Genau, Liam ist mehr Anime und Manga. Wobei ich dazu sagen muss, was ich jetzt mache, ich trete nun in den Bereich ein vom Anime und Manga. Das will ich auch machen. Er macht es ja auch manchmal bei Lore. Und bei mir wird es demnächst Zusammenfassungen von allen Manga geben. Ich werde alle Manga zusammenfassen. Ich habe mich mit ihm schon abgesprochen. Liam wird so ein bisschen mehr die Filme zusammenfassen von Digimon. Und ich werde die Manga zusammenfassen. Ne? Also ich mache jetzt Liberator als nächstes. Das wird von mir als wirklich die ganze Story. Ihr müsst die Manga nicht mehr lesen. Ihr müsst nur noch meine Videos gucken, basically. Und genau, hier. Ihr könnt gucken. Götter der Digi-Welt. Digimon-Götter, das sind Digimon, die gottgleiche Fähigkeiten haben. Und was ich auch noch empfehlen kann, wenn es um Götter geht, schaut mal bei D-Reaper in mein Video rein. Dann mein Millennium-Mon-Video ist auch gottgleich. Also, was dort vorkommt. Die Hyper-Spirits, da kommt Susanomon vor, ist auch
gottgleich. Dann haben wir hier noch Chaosmon und Arcadimon, die auch sehr, sehr mächtig sind und auch an künstliche Götter erinnern. Also es gibt schon vieles und da wird noch mehr dazu kommen. Ja, es gibt noch mehr und es wird noch mehr dazu kommen. Ich habe viel vor. Oh, Ragnar, ist lieb von dir. Das, was ich von Liam echt stark fand, das stärkste Digimon, wo es nie gab. Da muss man dazu sagen, dass... Da ist es so, das Video ist geil und da wird ein Digimon gezeigt und drüber geredet, das ich auch sehr feiere. Also müsst ihr euch anschauen, von Liam das Video, das stärkste Digimon, das es nie gab. Das Einzige, was da mein Problem mit ist, ist, dass es nicht das stärkste Digimon ist. Ne? Also es ist halt, er weiß es selbst, ich glaube, er weiß es auch und er sieht es anders. Und ich glaube, das ist eine Ansichtssache. Denn nur weil Gaiamon ist ein Digimon, das mit dem Planeten Erde verschmolzen ist. Nicht mit der Digi-Welt. Die Digi-Welt ist separat von... Die Digi-Welt ist separat von der Menschenwelt. Gibt es eigentlich das offiziell stärkste Digimon? Genau, Gaiamon. Genau. Gaiamon ist... Gaiamon fusioniert ja mit der Digi... Nicht mit der Digi-Welt, sondern... Gaiamon fusioniert mit... Also das Digimon, das zu Gaiamon wird, fusioniert mit... der Menschenwelt und ist damit nicht unbedingt das stärkste Digimon. Es ist relativ stark. Es wird wahrscheinlich eins der übermächtigsten sein. Aber es ist tatsächlich nicht das stärkste Digimon, wenn es existieren würde, weil es nicht mit allen Digimon aus der Digi-Welt fusioniert. Die Digi-Welt ist eine eigenständige Welt. So sehe ich das. Liam sieht es vielleicht anders und vielleicht wäre es das mächtigste. Ich finde das Thema aber von ihm extrem interessant. Das Video ist echt gut. Guckt euch das an. Ich finde es echt gut. Genau, das stärkste Digimon, dazu kann ich was sagen. Es gibt keins, was offiziell das stärkste Digimon ist. Aber ich kann euch sagen, welches praktisch gesehen ist, laut offizieller Lore das stärkste Digimon ist. Susanomon ist mit großem Abstand das mächtigste Digimon, solange die Dinge, die ablaufen, sich in der Digi-Welt abspielen. Versteht ihr, wie ich meine? Wenn wir nur von der Digi-Welt ausgehen, nicht von der Menschenwelt, irgendeinen anderen Ort, dann ist innerhalb der Digi-Welt Susanomon ein unbezwingbares Digimon, das von seinen Fähigkeiten nicht übertreffbar ist. Genau, richtig. Genau. Die Sachen, die du vorgeschlagen hast, Liman, die sind definitiv, also hier, Proximamon ist definitiv eins der mächtigeren. Definitiv. Nicht ganz so mächtig wie Susanomon, aber unglaublich nah dran. Nicht mal von Shakamon? Nee, tatsächlich nicht. Weißt du auch warum, Noble Pumpkinmon? Shakamon ist unglaublich mächtig. Aber Susanomon kann in einem Augenblick einfach die ganze Digi-Welt mit allem, was dazugehört, aus dem Nichts verschwinden lassen, sodass es nicht mehr existiert. Auch alle Digimon, auch Shakamon, egal. Es gibt keine Begrenzungen. Alles, was mit der Digi-Welt in Connection ist, kann es in einem Augenblick mit seiner Willenskraft verschwinden lassen und dann wieder neu erschaffen und nur die Digimon zurückholen, die es für würdig hält, in der neuen Welt zu leben. Innerhalb von einem weiteren Augenblick. Das bedeutet, das ist zwar im Anime so nie passiert, aber das ist ja auch bei Seed Millenniummon im Anime nicht so passiert. Das heißt, also die Mächte von Seed Millenniummon wurden nicht im Anime rübergebracht. Susanomon aus der Digimon-Lore ist mit großem Abstand das mächtigste Digimon aller Zeiten. Dann muss man dazu sagen, Proximamon ist auch unglaublich mächtig. Also wenn Proximamon existiert, unglaublich mächtig. Shakamon ist unglaublich mächtig. Seed Millenniummon ist auch sehr, sehr mächtig. Genau. Barkerfist sagt, ist das nicht ein Fehler, egal von welcher Seite aus? Ich meine, wie kann man Stärke einschätzen eines Objekts, das man nicht kennt. Genau, richtig. Es gibt... Genau, und deswegen ist Liams Video auch gut und nicht falsch. Es ist... Man kann nicht sagen, dass es mächtig ist. Man kann auch nicht... Oder das Mächtigste ist. Man kann aber auch nicht sagen, dass es nicht das Mächtigste ist, weil es nie existiert hat bisher. Genau. Hast du schon was zu Susanomon gemacht? Nicht einzeln zu Susanomon, aber pass auf, ich link dir was. Ich habe was zu Susanomon. Vielleicht sollte ich nochmal ein separates Susanomon-Video machen. Wir noch mal ausgiebig über Susanomon sprechen. Da hätte ich auch Bock drauf. Und zwar, Moment, ich suche euch raus. Mein Susanomon-Video ist... Also da rede ich über die Hyper Spirits, ne? Das bedeutet, da rede ich spezifisch über Kaiser Greymon und Magna Garurumon und natürlich Susanomon, ne?
Das ist das Video, das müsst ihr euch anschauen. Da erkläre ich das, was ich gerade gesagt habe, auch. Ich erkläre, warum Susanumon basically das mächtigste Digimon ist. Wo wir Susanumon auch erwähnen, ist in diesem Video. Da vergleichen wir die Götter miteinander. Das ist Schrödingers Digimon, genau. Und das Video von Liam, das war eins seiner besten Videos. Das hat mir sehr gefallen. Und hier ist noch ein Video, das kann euch gefallen. Da vergleichen wir alle Götter miteinander. Alle Digimon-Götter, ne? Und hier natürlich auch nochmal die ganzen Götter an sich. Huanglongmon ist auch phänomenal mächtig, wie ich auch in meinem Götter-Video erzähle, ne? In meinem Götter-Video gehen wir auf Huanglongmon ein und wie stark es wirklich ist, mit all seinen Lore-Features und allem drum und dran und Vergleiche und alles. Und wir haben es im Anime mega verkackt. Also, Huanglongmon ist einfach nur ein Reittier in Cross Wars. Das ist die größte Scheiße, die jemals Digimon abgezogen hat. Ich weiß noch, wie sehr ich mich aufgeregt habe immer. Es ist einfach nur ein Reittier für, Es ist ein Mount, Der mächtigste Gott, einer der mächtigsten Götter, nicht der mächtigste, aber einer der mächtigsten Götter ist einfach nur ein Mount in Digimon Cross Wars. Also es lohnt sich wirklich, in die Lore-Videos reinzuschauen. Genau, ich lese mal kurz durch, was Nyra alles gefragt hat. Die Entstehung von den Ex-Antibody-Digimon, die habe ich auch. Pass auf, Nyra. Die habe ich auch. Und zwar habe ich, links dir. Da, Ex-Antibody-Video. So. Ich bin durch, hab sie alle. Oh, Rexa, danke dir. Super. Ja, fand ich auch sehr beleidigend, Rexelin. Gerade weil das ist halt ein übermächtiger Gott. Was soll das denn? Fragt, was er nicht hat. Ich habe schon so viele Themen gemacht und glaubt mir, ich habe so eine dicke Liste mit weiteren Themen. Unbedingt anschauen, Freunde, supporten, liken, etc. Vielleicht solltest du als Lore-Berater für Bandai fungieren. Ich glaube, dass es tatsächlich clever wäre von Bandai, YouTuber, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen oder Fans aus der Community, die wirklich, wo man nachschauen kann, die sich wirklich sehr gut damit beschäftigen. Oder die Leute von Wikimon.net, die Leute fragen. Es wäre gut, wenn Bandai sich Leute holen würde, die sich mit der Lore gut auseinandersetzen. Das muss nicht mal ich sein. Aber es gibt so viele Menschen, die sich mit der Lore wirklich auskennen. Es wäre nicht so schlecht. Genau, die hätten ja diesen Todesgeneral so unglaublich mächtig machen können. Genau, Gaiamon ist strong, aber warte mal, aus deiner Liste da. Tomaru, wo ist denn Susanumon? Warum ist Susanumon nicht in deiner Liste? Nee, nee, nee. Also Omega Armamon, Burst Mode, Chronomon Holy Mode, Ultimate Chaosmon, Ogurumon, Mega Darkness Bagramon, Quartzmon, Fanglongmon, Sharkamon, Seed Millenniummon und Shoutmon sind auf jeden Fall schwächer als Susanumon. Kein Joke, Tomaru. Susanumon ist mega underrated. Glaub mir. Lest dir mal den Lore-Text durch. Susanumon ist wirklich in der Lage, alles einfach, also wirklich die ganze Digi-Welt einfach mit einem Gedanken auszulöschen. Es ist einfach crazy geschrieben. Das ist. Achso, das war mal aus einem Video von 2015. Würde ich so nicht machen. Aber Gaiamon ist halt ein Digimon, das nie existiert hat, ne? Aber ja, wahrscheinlich könnte es sehr, sehr mächtig sein. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, irgendwann ein die stärksten Digimon-Video zu machen, oder? Nicht mit einer Top 10, aber die stärksten Digimon. Wäre vielleicht ganz cool als Video, oder? Irgendwann mal. Wo ist Zuckermon? Zuckermon ist Nummer 0,00. Er ist der Beste. Er ist Maschine. So, aber Freunde, das war's erstmal für den heutigen Stream. Weiter geht's am Freitag, 15 bis 18 Uhr, weiter mit Digimon. Wir machen jetzt in nächster Zeit erstmal viel Digimon-Content wieder. Und ich hab Bock drauf. Also gerade habe ich Bock drauf, ich will Digimon World DS durchspielen. Oder was zu Lucemon? Ich habe auch schon was zu Lucemon, aber noch nicht über alles von Lucemon, glaube ich. Genau, viele vergessen die Videogames, die man hier nicht spielen konnte. Das ist richtig. Deswegen, die meisten, die du genannt hast, sind aus Games und die sind mächtig. Sehr mächtig. Genau, also Liam kann man immer empfehlen, alle seine Videos. So. Alle Fragen, die jetzt nicht erklärt worden sind, schaut rein am Freitag, ich erkläre sie euch.
Ogudomon ist broken. Ogudomon. Gibt es nicht sogar ein Ogudomon X? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Ogudomon. Oh, ich muss ein Video. Ich muss ein Video zu Ogudomon machen, Freunde. Es wird Zeit. Ogudomon is happening. So. So, dann wollen wir mal gucken. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich würde sagen, wir raiden jetzt bei Liam rein. Und wir hören uns am Freitag. Moment, Raid. Bootleg Liam ist richtig, ne? Bootleg Liam ist richtig. Jetzt frage ich sogar schon, wie der Name von meinem Kollegen ist. Ja, Bootleg Liam. Der spielt gerade Master Duel. Cool. Bisschen Yu-Gi-Oh! Action im Nachhinein. Kann doch jetzt nicht schaden, ne? Also rein da, Freunde. Wir gehen jetzt zu Liam, Freunde. So, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Ansonsten Freitag, ne? Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag 19 bis 22 Uhr. Ich freue mich drauf. Ab zum Liam. Let's go. Let's go, Freunde. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich würde sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin. Ciao, ciao.